Tada! World Premiere! Ganz genau, ich habe wirklich eine World Premiere. So ein bisschen. Denn es gibt wieder neue Holy-Sorten. Ich höre den Hund gerade bellen, ich weiß nicht warum. Und ich habe mich echt sehr gefreut. Ich werde das heute, wenn mehr da sind, nochmal erwähnen. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, denn es gibt neue Eistees. Und ich bin wirklich ein großer Fan von den Holy Eistees. Viel mehr als von allen anderen Holy Produkten. Die Eistees finde ich wirklich super. Und es gibt jetzt einen Wassermelone und einen Honigmelone Eistee. Und die sind beide wirklich sehr nice. Ab heute, seit ein paar Stunden, sind die online im Shop verfügbar. Könnt ihr euch jetzt holen. Funktioniert das? Ich hatte da mal ein Command. Funktioniert das noch? Scheinbar nicht. Muss ich nochmal gucken. Naja, okay. Aber ihr findet das schon, wenn ihr auf Holy geht. Vergesst nur nicht, den Code LSBR10 für 10% zu benutzen bei eurer Bestellung. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Der Wassermelone Energy Drink hat schon immer zu meinen Lieblings-Holy-Sorten gehört, aber Energy ist halt immer so ein bisschen begrenzt, ne? Kann man immer nicht unbegrenzt trinken. Also ich reduziere das zumindest stark. Und umso mehr freue ich mich jetzt über den Wassermelone Eistee. Weil der ist wirklich geil. Wirklich lecker. Warum das Holy Command schon wieder nicht funktioniert? Nix geht. So, Leute, ich habe aber dafür Fallout 2 repariert. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. Wir hatten ja ein bisschen technische Probleme beim letzten Mal. Ich habe jetzt nochmal einen Ordner umbenannt und so ein bisschen rumgebastelt, damit das Spiel funktioniert. Und es funktioniert jetzt zwar auch sehr gut, aber die Texte des Spiels sind jetzt auf Englisch. Das heißt, in den Dialogen muss ich wieder ein bisschen improvisieren, übersetzen, so, ne? Aber Sprachausgabe ist immer noch auf Deutsch. Es ist jetzt ein bisschen Mischmasch hier, aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Dafür dürften wir jetzt nicht mehr die Error-Meldung kriegen und hoffentlich auch keine Abstürze. Ja, das ist halt schon ein Vorteil, ne? So, ich habe für heute ein paar Sachen geplant. Guck mal hier, Bunkerstadt steht da im Deutschen. Ich wusste gar nicht, dass das hier überhaupt übersetzt ist. Haben wir Vault City überhaupt schon? Woher wissen wir? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen, die ich heute machen will. Erstens habe ich rausgefunden, warum ich so Probleme mit der verschlossenen Tür habe. Die kam mir schon so komisch vor. Ich habe es beim letzten Mal noch gesagt, dass ich mich gar nicht an die erinnern kann, dass die verschlossen ist und so weiter, ne? Und tatsächlich ist das Restoration Pack. Der Restoration Mod verschließt diese Tür. Das ist natürlich ziemlich gemein, weil ohne einen hohen Schlüsselknackwert, beziehungsweise ohne einen Sprengstoff eben, kriegen wir die Tür tatsächlich nicht auf. Also ich werde mich jetzt auf die Suche nach Sprengstoff machen. Und werden wir schon finden. Wir haben aber noch einige andere interessante Sachen, die wir machen können, die ich mir für heute überlegt habe, damit wir nicht wieder in so einer Sackgasse enden. So machen wir das auch. Jetzt gehen wir erstmal nochmal nach The Den, weil hier gibt es definitiv noch ein, zwei Sachen, die ich gern tun würde. Die Händler haben wir beim letzten Mal ja alle abgeklappert, ne? Und da hatte niemand Sprengstoff für uns. Aber was mir beim letzten Mal schon komisch vorkam, ist, dass hier ein NPC gefehlt hat. Und ich glaube, dass dieser NPC nur zu gewissen Zeiten hier ist. Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Entweder bis Mitternacht oder 3 Uhr morgens müssen wir wahrscheinlich warten, nehme ich an. Jetzt warten wir mal bis Mitternacht und dann gucken wir. Ah, sehr gut. Wo könnte es nur sein? Ein Wooden Dresser. Ich will aber nicht den Wooden Dresser anklicken eigentlich. Wartet mal, ich möchte eine Beschreibung von diesem NPC hier. Oh ja, wir sehen einen Geist. Sie hat 38 HP. Oh, die Schmerzen. Habe ich irgendwie so eine geisterhafte Stimme? Nee, nee. Irgendwas. Ich habe doch Echo bestimmt, oder? Ja. Oh, die Schmerzen.
Es brennt so. Wer bist du? Ich habe an alle Türen geklopft. Aber niemand kommt. Keiner hört. Ich kann dich hören. Was ist los? Wo ist es? Ich kann es nicht finden. Ich bin verloren. Nach was suchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Oder? Du solltest echt aufhören zu stöhnen und zu ja, ich weiß nicht, wie man es übersetzt, und endlich anfangen, Sinn zu machen. Nee, ich sag mal, nach was suchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Mein Anhänger. Es ist verschwunden. Dieb. Dieb. Aber wow, ich bin gerade erst hier angekommen. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, grausames Schicksal. Du kannst mich nicht hören, oder? Schauen wir mal. Was ist los? Das hatten wir schon. Kann ich dir helfen, es zu finden? Nee, okay. Wir können auch nicht handeln. Okay, aber wir wissen jetzt zumindest, dass diese Person hier einen Schlüsselanhänger verloren hat. Und deswegen spukt sie hier rum im Geisterhaus. Das finde ich irgendwie nett, ne? Dass er hier erzählt, dass hier wäre so ein Geisterhaus und hat in Wirklichkeit halt einfach irgendwie so ein Ghoul, den er als Mumie verkauft. Aber tatsächlich spukt sie im Nebenraum. Das ist der Fallout 1 oder 2 Humor, den ich mag. Den Retro-Fallout-Humor, den ich mag. Ja, und das ist für alle, die... Also das ist wirklich auch ein interessanter Aspekt in der Fallout-Lore, finde ich. Diese Quest ist super wichtig, weil in Fallout 1 und 2 gibt es übernatürliche Elemente, Aliens und so weiter, aber immer nur als besondere Zufallsevents, wenn man einen hohen Glückswert hat. Und da waren viele der Meinung, dass die nicht kanonisch sind, weil das eben so ganz spezielle, abgedrehte, ne, Dinger sind. Und, dieser Geist hier ist aber kein Zufallsevent und nichts, was mit hohem Glück zu tun hat oder irgendwas anderem. Das ist einfach nur ein ganz normaler Geist, der hier lebt. Und das ist eindeutig in Fallout 2 schon ein Beweis dafür, dass es übernatürliche Elemente gibt in Fallout, im Fallout-Universum. Und das hat nicht erst Bethesda mit Fallout 3 eingeführt, das Übernatürliche. Das hatten wir tatsächlich hier schon. Das finde ich sehr spannend. Ja, Schaufel habe ich schon. Ich glaube, ich habe jetzt sogar 2 Schaufeln. Wollen wir Grabräuber spielen und die ganzen Gräber plündern, wenn wir schon hier sind? Wir könnten. Warum nicht? Aber der Schamane spricht zu dir im Traum. Ja, das kommt noch dazu. Auch der Schamane hat ja schon so eine übernatürliche Komponente, so ein bisschen. Da kann man immer auch noch so ein bisschen argumentieren, dass wir uns das ja vielleicht nur alles einbilden oder so, weißt du? Ja, aber ich bin Fan davon, dass auch die sehr skurrilen Zufallsbegegnungen Kanon sind. Das abgestürzte UFO, die Zeitreise, der sprechende Kopf und so weiter. Sogar die TARDIS, sogar Doctor Who ist Kanon für mich im Fallout-Universum. Ich mach da nicht so die Unterscheidung. Ja, wir kriegen dann den Grabräuber-Titel, ich weiß schon. Ich hatte einmal einen Charakter, das war so witzig. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wahrscheinlich erzähle ich es euch jetzt zum 20. Mal. Aber ich hatte einmal einen Charakter, da war ich eben relativ früh auch hier in der Stadt. Ich habe 5 Karma verloren. Und dann wurde ich eben von den Kindern überfallen, wie das halt so ist. Und dann habe ich mehr oder weniger versehentlich, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich einen Kampf mit den Kindern angefangen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann bringe ich jetzt die Kinder um und werde zum Childkiller, was soll's. Und dann kamen aber irgendwie 2 Kinder auf mich zu und haben mich eingekesselt und ich war noch super schlecht im Kämpfen. Und dann haben mich die beiden Kinder einfach tot geprügelt.
Ich glaube, das war der peinlichste Fallout-Tod ever. Da hat auch kein in die Augen mehr geholfen. Die haben mich einfach zusammengeschlagen. Die waren beide kombiniert irgendwie, nur halb so groß wie ich, aber trotzdem. Ob die Kinder dann den Chosen Killer Perk bekommen haben? Wahrscheinlich. Aber die haben mich eingekesselt. Ich hatte keine Chance. Mir tut ja ein bisschen leid um das gute Karma. Aber wisst ihr was? Das verdienen wir uns schon wieder. Hey, ein bisschen Chat. Sehr gut. Ich werde mich nachher mal trauen, dass wir nochmal in das Stadtgebiet unten gehen, das eben das Restoration, der Restoration-Mod hinzufügt. Auch wenn da das Spiel das letzte Mal abgestürzt ist. Aber eventuell funktioniert es jetzt, wo ich das mit der Sprache verändert habe und den Ordner umbenannt habe und sowas. Irgendwie bereue ich es ein bisschen, dass wir unseren Charakter nicht wirklich auf Werfen spezialisiert haben. Aber gleichzeitig glaube ich, man kann es mit Werfen alleine als einzigen Waffen-Perk einfach nicht durchspielen. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber es wäre interessant gewesen. Es wäre interessant gewesen, ob wir es irgendwie schaffen. Ich meine, keine Ahnung, wenn wir sehr viel Charisma oder so hätten, dann hätten wir vielleicht... Ja, man könnte die Terminals hacken. Also Frank Corrigan wäre schon mit Werfen herausfordernd geworden. Selbst mit gehackten Selbstschussanlagen und so. So, 12 Bier. Okay. Fred Hatch. Gestorben, als er Myrons Stimme aufgenommen hat. Christopher Nightwing Jones, Administrator der of the Mushroom Brews. Okay. Verstehe ich nicht. Mr. Christopher Winslow. Anna Winslow. Mr. Tamara Winslow. Hier sind ganz schön viele Winslows, ne? Ich war jemand. Wer? Das geht dich gar nichts an. Das will ich auch mal auf meinem Grabstein stehen haben. Sehr schön. Okay, keine Ahnung. Gut, ich könnte jetzt nochmal versuchen, aber wahrscheinlich wird es nichts bringen. Jetzt wartet mal. Ich speichere jetzt nochmal unsere schändlichen Taten. Grave Digger. Sie sind tot, es interessiert sie nicht mehr. Ich meine, es stimmt wirklich, oder? Aber gut. Moment, was ist und was haben wir hier noch? Ah, die Jungfrau des Ödlands. Ja, gut, okay. In Arroyo und in Klamath werden wir idealisiert. In The Den, Walled City und New Reno sind wir neutral. Wundert mich nicht. Waren wir teilweise noch nicht mal. So, es gibt jetzt eine Sache, die ich mal schnell probieren will. Ich möchte mal kurz ins Inventar von ihm reinschauen. Wenn ich den Stehlen-Perk finde. Ja, ich hab's befürchtet. Ich dachte, vielleicht hätte er einen Ersatzschlüssel dabei, wisst ihr? Damit wir diese blöde Tür aufmachen können. Aber das klappt nicht. Na gut, dann müssen wir wohl mit unserer Hauptquest ein bisschen warten. Wie gesagt, wir brauchen Sprengstoff, sonst geht's nicht weiter mit dem Restoration Pack, das uns hier so ein bisschen den Zugang versperrt zum Fortschritt. Wo war denn gleich nochmal der neue Bereich, den der Mod hinzufügt? Endlich, hab 9 Tage warten müssen, bis es weitergeht. Das waren jetzt sogar 14 Tage, bis es weitergeht. Ach so, hast du nachträglich dann geguckt, da.
war der hier unten der neue Bereich. Das ist nachts immer so schwer zu erkennen, ob das grüne oder rote Bereiche sind. Ja, das ist der neue Bereich. Jetzt gucken wir mal, ob das Spiel abstürzt hier wieder. Das wäre natürlich schade. Aber gucken wir mal, was es hier jetzt Neues für uns zu entdecken gibt. Das ist jetzt ein Bereich, den kenne ich auch noch nicht. Ich habe das Restoration Pack tatsächlich, glaube ich, noch nie durchgespielt. Oder? Nee, ich glaube, das hatten wir noch nie installiert bis jetzt. Und wenn, dann hat es nicht funktioniert. Nett, dich zu sehen. Ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich euch ein bisschen eure letzten 5 NCA-Dollar aus dem Schrank klaue. Den Apfel könnt ihr behalten. Oh ja, bis zum Tag ausruhen ist tatsächlich eine gute Idee, da hast du recht. Aber ich glaube, das geht jetzt gerade schon. Aber das kann man natürlich machen, wenn es zu dunkel ist. Hey, Stimpack, nice. Das ist mal gerade jetzt für den Anfang ein ganz schöner Schatz. Ein Seil. Oh, die sind immer so schwer. Haben wir noch ein Seil? Hat Zulik ein Seil? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich nehme es mal lieber mit. Man weiß ja nie, ob man es noch irgendwie braucht. Wow, das ist ehrlich gesagt ein ganz schön sauberes und modernes Klo hier, ne? Very clean. Ja, ja. Und sie funktioniert. Das ist ja verrückt. In perfekter Condition. Warum haben die hier so ein verdammt sauberes und funktionierendes Klo? Das ist beneidenswert. Ich hätte auch gern so ein sauberes Klo wie die. Hallo Kind, ich habe ein bisschen Angst vor Kindern. Hallo Miss, mein Name ist Bobby. Okay, wartet mal, ich mache eine... Hallo Miss! Nee, warte, das ist ein bisschen viel. Hi Miss, mein Name ist Bobby. Ich bin hier mit meinem Vater. Aha, naja, dann... Bist du hier, weil du meinem Vater Geld schuldest? Ich weiß nicht, ob er hier ist oder nicht, aber ich weiß, wo er war und ich werde es dir sagen. Denn vielleicht verprügelst du ihn so schlimm, dass er nie wieder heimkommt. Okay, das klingt nach einer guten Beziehung, die ihr hier so habt, Kind. Es hört sich so an, als wärst du nicht geradezu gut auf deinen Dad zu sprechen. Darf ich dich fragen, warum? Weil mein Vater nicht sehr nett ist. Er lässt mich immer allein zu Hause, die ganze Zeit. Und wenn er mal zu Hause ist, dann ist er betrunken. Oder er sagt, dass er auf Chat fliegt, was eine Lüge ist, weil ich habe ihn noch nie fliegen gesehen. Aber manchmal bringt er auch Freundinnen mit nach Hause. Er hat ziemlich viele Freundinnen und er schickt mich immer für eine Weile nach draußen. Selbst wenn es mitten in der Nacht ist oder wenn es kalt ist und regnet. Das ist... Oh, und manchmal sagt er... dass ich was von Leuten wegnehmen soll, im Geheimen. Er sagt, das ist ein Spiel und er gibt es ihnen später zurück. No, God! No, God, please, no! Dankeschön für die Bits, Landerex. Ja. Er sagt, es ist ein Spiel und er gibt es ihnen später zurück, aber ich glaub's ihm nicht. Aber wenn ich es nicht mache, dann wird er wirklich wütend und seine Augen bekommen wieder diesen angsteinflößenden Blick und er tut mir weh. Verstehst du? Oder besser gesagt, schau mal. Und er hebt sein T-Shirt in die Luft und man sieht schlimme Wunden. Oh, jetzt möchte ich aber wirklich mal ein ernstes Wörtchen mit seinem Vater reden. Moment mal, das hört sich wirklich schrecklich an, Bobby. Dein Vater hat kein Recht, dich so zu behandeln. Kein Elternteil hat das. Seine Augen leuchten auf. Du bist nicht wie die anderen, die hier durchkommen. Ich mag dich. Ich wünschte, mein Dad wäre eher so wie du. Manchmal denke ich darüber nach, wegzulaufen. Einige meiner Freunde haben kein Zuhause und sie sagen, es ist nicht so schlimm.
Solange sie Mr. Flick genug Dinge bringen. Dann bekommen sie mindestens einmal am Tag Essen. Aber Mr. Flick hört sich nicht sehr nett an, eigentlich. Er hört sich eher so an wie mein Vater. Es muss irgendwas geben, das ich da machen kann. Kennst du vielleicht irgendwelche Erwachsenen hier in der Stadt, die auf dich aufpassen könnten? Oder vielleicht diese anderen heimatlosen, obdachlosen Kinder? Bobby zuckt mit den Schultern. Vielleicht, Mama? Also nicht meine Mama. Meine Mama ist tot, aber da ist eine Lady. Die Leute nennen sie Mama. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie wirklich nett ist. Sie hat das Diner auf der anderen Seite der Stadt. Er zeigt nach Nordosten. Meine obdachlosen Freunde gehen da immer hin und sie schiebt ihnen kostenloses Essen zu. Ich wünschte, Dad würde mich mal dahin bringen, damit ich mal... Ach so, weil sie weiß, wie man Ratten wirklich lecker zubereitet. Ich fühle mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen hungrig. Vielleicht gehe ich mal zu Mom und besuche sie. Du passt auf dich auf, Bobby. Okay. Suchen wir ein neues Zuhause für den kleinen Jungen. Aber wisst ihr was? Erst räumen wir mal seinem Dad die Bude aus. Wenn er nach Hause kommt. Moment mal, wer bist du? Was willst du? Es ist 11 Uhr. Es ist in Wirklichkeit Mitternacht oder so, aber meinetwegen. Es ist 11 Uhr. Ach so, das ist ein Insider, das weiß ich zufällig. Meine Antwortoption hier ist, es ist 11 Uhr, weißt du, wo deine Kinder sind. Das ist wirklich witzig, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor noch so 30, 40 Jahren oder sowas war das wirklich ein Werbespot, der im amerikanischen Fernsehen lief, um die Eltern zu erinnern, dass die vielleicht mal gucken sollten, jetzt so um die Zeit nachts, ob ihre Kinder eigentlich schon zu Hause sind und sowas. Weil viele Eltern wussten das einfach nicht. Die waren so, warte mal, wir haben Kinder? Was? Ach so, ja genau. Finde ich ziemlich geil. Naja, auf jeden Fall ist das meine Antwortoption. Es ist 11 Uhr. Sind denn die Kinder schon? Wo sind deine Kinder? Er guckt uns verschlafen an. Was? Es ist schon 11? Naja, eigentlich ist es nicht 11. Ich wollte das einfach nur sagen. Aber jetzt mal im Ernst. Weißt du, wo deine Kinder sind? Ich hab Kinder? Oh ja, ich hab Kinder. Oder sie sollten irgendwo hier sein. Er oder sie. Wow, du bist so betrunken. Naja, zum Glück arbeite ich an einem Weg, dein Kind hier rauszukriegen. Er ignoriert, was wir sagen. Ja, es ist großartig. Jetzt lass mich zurück an mein Getränk. Weißt du was, ich glaube, ich nehme die Bier hier mal mit. So. Ich weiß nicht, ob ich die für irgendwas brauchen kann, aber ich weiß, dass er sie definitiv nicht mehr braucht. Schauen wir mal noch ins Hinterzimmer oder Toilette oder was auch immer. Die haben auch wieder so ein sauberes Superklo. Was ist denn hier los? Warum haben denn hier in den Slums von The Den alle so super saubere Superklos? Nice. Ja, genau, ich werde das auch alles verkaufen. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich die behalten sollte. Oh, was ist denn da los? Ist das ein Stimpack? Nee, Chat, okay. Na? Okay, darf ich einfach das Chat und die Biere mitnehmen? Ich bediene mich mal, ne? Ihr habt eh genug. Oh, was liegt denn da noch? Meat Jerky. Na dann.
Das klauen wir auch noch. Zulik, wie bist du hier reingekommen? Teleportation, Zulik. Ein Squatter. Was willst du? Nix. Wir sollen doch noch eigentlich Geld für Mom eintreiben, ne? Wer war denn das gleich nochmal? Von wem sollen wir Geld eintreiben? Den haben wir noch nicht getroffen. Aber wir können jetzt dann doch mal zu Mom gehen und sie fragen, ob sie ein Kind adoptieren würde, zufällig. Langweilig. Selber langweilig. Dankeschön für die Bits. Soll ich dem Vater lieber mal eigenhändig eine Lektion erteilen? Nee. Wir versuchen das jetzt mal gewaltlos. Suchst du nach einem guten Deal? Ich hab Sachen. Ja klar, zeig mal. Hast du zufällig Sprengstoff? Nein, er hätte ein bisschen Stimpak. Stimpak wäre eigentlich gut, aber ehrlich gesagt will ich Geld sparen, weil es gäbe so viel geiles Zeug, das wir kaufen könnten. Aber er hat nicht mal Kohle, ey. Er hat ja wirklich gar nichts. Worst Händler ever. Danke für nichts. Tschüss. Na gut, sind wir hier fertig? Haben wir uns alles angeguckt? Hallo, Mr. Flower. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier alles gemacht haben. Ich warte jetzt. Ich mache jetzt wirklich mal schnell. Warten wir mal schnell. Es ist eh schon 5. Warten wir mal bis 8 Uhr morgens, dass wir ein bisschen Tageslicht haben. Na, ist gleich viel besser, die Map, ne? Sieht man sogar was, wie farbprächtig das Spiel plötzlich ist. Wunderschön. Ja, Fallout Tactics spielen wir definitiv auch, Tim. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich kann mich genau erinnern, ich habe Fallout Tactics schon lange nicht mehr gespielt, aber jedes Mal, wenn ich spiele, habe ich, weiß, das Spiel hat für mich so Höhen und Tiefen. Das ist immer so, boah, das ist schon cool, das macht mir Spaß und, oh, die Mission dauert jetzt ungefähr schon 2 Stunden zu lange und dann wieder so, boah, das ist schon ziemlich cool, das Spiel. Und das ist so meine Fallout Tactics Experience im Grunde. Aber ja. Okay, Mars Diner. Das war, glaube ich, da drüben, wenn mich nicht alles täuscht, bei Metzger in der Nähe. Nanu, guckt euch mal das an. Wer hat denn hier nachts über die ganzen Gräber aufgehoben? Das ist ja mal... Also wirklich. Das ist ja mal eine Unverschämtheit. Wer würde denn sowas machen? Wenn das jetzt hier Checked Alliance 2 wäre, würde ich einfach mit der Beißzange hier den Zaun aufzwicken. Hallo. Okay. Ich schätze mal, Mom verkauft auch keinen Sprengstoff. Ach, wer ist... Geh doch. Hallo. Schubsen wir die Person da mal weg einfach. So. Aber worüber willst du mit Mom sprechen? Du, ich finde immer noch, du bist nicht meine Mama. Ist die beste Antwort. Weißt du... Ah, das ist gut. Ich kann mit ihr auch über das Geisterhaus reden. Weißt du irgendwas über das Geisterhaus? Da weiß ich nicht viel drüber. Ich glaube, da hat nur jemand ein bisschen Spaß. Das ist alles. War das schon immer verhext, verflucht, verspukt oder sowas? Das ist vor 2 Jahren ungefähr losgegangen. Ich habe dort immer Stöhnen und die Geister und alles gehört. Aber ich glaube selber nicht daran. 2 Jahre. Hat damals irgendjemand dort gelebt? Einer der Jungs hat dort immer geschlafen vor ein paar Jahren. Vielleicht weiß er was. Wer denn? Er ist immer wieder mal reingekommen und hat versucht, Zeugs zu verhökern. Jeremy. Hauptsächlich. Ich erinnere mich an ein kleines Goldmedaillon, das er für sich selbst behalten hat. Ah.
Ach so, nicht Jeremy, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Na, sagte mir, Juwelierszeug, Schmuck hauptsächlich, ein kleines Medaillon hat er für sich selbst. Erinnerst du dich noch an den Namen von dem? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war Joseph Joel oder irgendwie irgendwas in der Art. Er war fast, er müsste jetzt fast 19 sein. Eine Schande, wirklich. Ich glaube, er hat sich irgendwelchen lokalen Kriminellen angeschlossen. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Hier in der Nähe sind ziemlich viele Waisenkinder, ist mir aufgefallen. Ja, das ist wirklich eine Schande, oder? Diese armen Kinder leben auf den Straßen. Viele von denen klauen, um über die Runden zu kommen. Hauptsächlich von Außenseitern. Also, wenn du jemanden erwischst, wir versuchen dich, um was zu erleichtern, bitte hab Gnade mit ihm. Ich sag nicht, dass es richtig ist, aber es ist eine grausame Welt, in der wir leben und wir alle tun, was wir tun müssen, um durchzukommen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen wegen jedem schlechten Wort, das ich über die Kinder hier gesagt habe. Toll, danke Mama, das hast du es geschafft. Hey, viel zu alt für... Das kommt heute noch. Wir werden heute garantiert noch in die Augen gehen. Aber noch nicht. Ich kann hier sagen, dass ich schon bestohlen wurde, aber ehrlich gesagt ist mir nichts aufgefallen. Ich wüsste nicht, was mir geklaut wurde. Aber gut, vielleicht Sprengstoff. Es muss doch was geben, was wir dagegen tun können. Nach dem, was ich gehört habe, scheinst du die einzige Person hier zu sein, die einen gottverdammten Funken an Anstand besitzt und sich um diese Kinder schert. Naja, natürlich tue ich das. Kinder sind unsere Zukunft. Sie müssen nicht aufwachsen und Chatsüchtige werden, Diebe oder Huren, wie ihre Versagereltern. Mit ein bisschen Bildung und ein bisschen Liebe und Pflege könnten diese Kinder zu guten, anständigen Leuten heranwachsen. Und unsere Welt könnte solche dringend gebrauchen. Ich habe schon versucht, ein Waisenhaus hier zu etablieren, aber leider hat das nicht funktioniert. Ja, die Chat-Süchtigen. Genau, das seid ihr. Das andere Chat mit J, nicht mit CH. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen. Ich werde nicht allzu lange in der Stadt sein, aber ich tue, was ich kann, um dir zu helfen, solange ich hier bin. Ja, vielleicht könntest du helfen. Schau mal. I procured a large building. Also ich habe ein Gebäude im Südwesten im Blick. Mit ein bisschen Arbeit wäre das ein hervorragendes Waisenhaus. Aber ein Haufen Diebe oder sowas, ja, wie übersetzt man Lowlifes, so Nichtsnutze oder sowas, haben sich da niedergelassen und sie weigern sich einfach zu gehen. Außer ich bezahle ihnen eine absolut absurde Gebühr. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich es diesen Bullies nicht geben. Sie würden es nur benutzen, um sich selber noch mehr zu vergiften. Ich gehe zu den Autoritäten, ich würde ja zu den Autoritäten gehen, aber leider gibt's sowas in The Den einfach nicht. Du könntest ja mal versuchen, sie zu überzeugen, abzuhauen. Ah, da kommt wieder in die Augen. In die Augen ins Gespräch. Taugenichtse. Taugenichtse ist auch gut. Okay, ich bin mir sicher, ich finde eine Möglichkeit, hier rauszukriegen. Ich glaube auch, auf die eine oder andere Weise. Sulik wird das schon machen. Ich halte mich raus. Ja, genau. Okay, ein Gebäude. Oh, was hat sie jetzt gesagt? Shit, jetzt habe ich es nicht vergessen. Und jetzt habe ich die Option nicht mehr. Was hat sie gesagt? Im Südwesten oder so? Slenderex! Slenderex Arctos has gifted 5 Subs to viewers. Vielen, vielen Dank für 5 wunderschön köstliche Subs. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Hurra!
Okay, jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht mehr, welche Himmelsrichtung sie gesagt hat, aber so viele Gebäude wird's nicht geben. Und wenn ich ins Richtige gehe, dann werden wir schon die richtigen Dialogoptionen bekommen, ne? Jetzt gucke ich mich mal hier nochmal schnell um. Hier haben wir die Sklaven, hier haben wir Metzger und so. Meint ihr, ich kann... Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz mit Metzger handeln. Wenn jemand Sprengstoff hat und den verkauft, dann ist es doch Metzger, oder? Wahrscheinlich heißt der... Doch. Der heißt auch im Englischen Metzger. Guck mal. Südwesten? Okay. Lass uns mal handeln. Na, oh, einen Scheiß hast du. Einen Scheiß. Ich freue mich schon drauf, wenn ich zurückkomme, alle umbringe und die Sklaven befreie. Das wird ein bisschen dauern. Sobald wir, weißt du, sobald wir eine schwere Waffe in die Finger kriegen. Und es ärgert mich so. Ich glaube nämlich, wenn ich mich recht erinnere, aber es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das gespielt habe und so, ne? Aber wenn ich mich recht erinnere, müssten wir den Aufzug in der Gifthöhle nehmen. Und da würden wir, glaube ich, eine schwere Waffe kriegen. Irgendwie Raketenwerfer oder was weiß ich. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Nicht auf mich schießen, bitte. Okay, gucken wir mal Südwesten. Das ist vielleicht eh da unten, wo ich eh schon war, ne? Das große Haus, wo ich die ganzen Drogen mir geholt habe. Genau. Nee, den Schuppen haben wir immer noch nicht geknackt. Ich bin eben gerade jetzt... Ich mache hier gerade ein paar andere Quests. Ach so, jetzt wollte ich mal gucken, wer das Medaillon haben könnte. Ist es vielleicht einer von denen hier? So wie Joey? Hast du zufällig ein Medaillon aus dem Spukhaus genommen, junger Mann? Wovon zum Teufel redest du? Ob du ein Medaillon aus dem Spukhaus genommen hast, habe ich gefragt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Oh, ich glaube doch. Moment mal, warum ist das jetzt Deutsch hier? Warum ist der Text hier Deutsch? Fällt mir jetzt gerade erst auf, aber okay. Oh, ich glaube doch, dass du weißt, wovon ich redest. Du hast das Medaillon eines toten Mädchens gestohlen und jetzt kann ihr Geist keine Ruhe finden. Das ist doch verrückt. Tabby muss den schlechten Stoff angedreht haben. Ich habe hier noch nie einen Geist gesehen. Hättest du mal einen schlechten Trip oder was ist los? Okay, pass einfach auf. Ich kaufe dir die Kette ab. Na gut, oder soll ich ihm drohen? Drohe ich ihm oder handle ich? Der hat Angst. Der hat ziemlich Angst. Ich glaube, ich drohe ihm. Komm schon. Ich drohe ihm. Gib mir sofort das Medaillon oder du leistest dem Mädchen bald Gesellschaft. Dammit. Ich hab's befürchtet. Sulik! Ich bräuchte mal eben deine Hilfe kurz, bitte. Ich habe hier ein Problem. Ich hab's eventuell selber verursacht, aber wo ist Sulik? Oh Gott, Sulik ist am anderen Ende der Welt. Einmal kurz pieksen und weglaufen. Hit and run. Dammit, er hat eine Pistole. Nein, die haben beide Pistolen. Meine einzige Schwachstelle gegen meine Weglauftaktik. Ich wähle dich, Sulik. Ruckzuck, hieb, schnell. Oh mein Gott, warum dürfen die schon wieder aufhören? Ich muss so schnell weglaufen jetzt. Ich muss meine ganzen paar Aktionspunkte... Ey, mein Charakter ist so nutzlos. Es ist so traurig. Alexa ist so gemein zu uns gewesen. In der Character Creation. Polizei, Hilfe! Der Mann hat ein Geistermedaillon. Ich kann es beweisen. Aber jetzt bin ich leider so gut wie tot. Laufen oder Stimpacken? Ich versuche nochmal laufen. Komm. In der nächsten Runde komme ich hier ums Eck. Dann wäre ich einigermaßen sicher. Erstmal kurz. Ich glaube, dann gehe ich da ins Haus nämlich und verbarrikadiere mich. Hallo? Nein, oh Gott, sie zieht ein Messer und kann nochmal zuhauen. Ah! Die haben so viele Aktionspunkte im Vergleich zu mir. Wo zur Hölle ist Sulik?
Wirklich, wo zur Hölle ist Sulik? Da steht er doch schon, oder? Sulik, kämpf! Fass! Töte sie! Tu irgendwas! Irgendwie ist Sulik kaputt, ne? Ich glaube, ich muss neu laden. Willst du Ärger? Ich glaube, ich habe schon Ärger. Ich glaube, ich befürchte, ich habe schon ein bisschen zu viel Ärger. Ehrlich gesagt. Sulik, lauf doch nicht mir hinterher, sondern kämpfe. Was würden deine Ahnen denken? Die Knochen wären enttäuscht, Sulik. Muss ich dir leider sagen. Shit, ich habe nicht mehr genug Aktionspunkte, um die Tür zuzumachen. Das war jetzt ein tödlicher Fehler. Oh, ich habe überlebt, aus irgendeinem Grund. Hä? Ich verstehe gerade nicht. Naja, okay, jetzt passt auf. Es ist zwar jetzt ziemlich hoffnungslos und ich könnte jetzt auch einfach aufhören, aber ich pfeife mir jetzt einfach ein Stimpfack rein und dann pfeife ich mir noch eins rein. Und dann stoße ich mal nicht in die Augen, leider. Okay. Ich frage mich wirklich, warum Sulik kaputt ist. Ah, er ist nicht kaputt. Er kommt, um mich zu retten. Sulik. Super Sulik. Und was für ein Treffer das war. Sulik, kommt mal wieder. Okay, ich muss speichern, weil Sulik regelt das, glaube ich. Hoffe ich. Ja, die Schleichfähigkeit. Vielleicht finden wir noch eine Anwendungsmöglichkeit für die Schleichfähigkeit, aber ich glaube nicht. Die ist einfach ein verlorener Perk. Okay. Einmal. Zweimal. Ah, ich habe einmal getroffen für 3 Aktionspunkte. Immerhin. Sulik? Scheiße. Sie läuft weg. Sehr gut. Sulik? Wir haben quasi eine schon mehr oder weniger besiegt. Dammit. Sulik wurde ziemlich kritisch getroffen, leider. Und liegt jetzt am Boden rum. Wie geht's ihm denn? Oh mein Gott, der ist so tot. Der war anscheinend vorher schon sehr tot, weil so stark wurde jetzt auch wieder nicht getroffen. Shit, den hätten wir vielleicht vorher mal heilen müssen. Sulik ist leider jetzt tot. Ich mache jetzt weiter, aber ich schätze mal, das ist relativ aussichtslos, leider. Naja. Okay, keine Ahnung. Was soll ich machen? Soll ich raus? Ich muss rausgehen. Jetzt muss ich Sulik retten. Das kann nicht funktionieren. Sulik, come back later. Ja. Okay. Ja. Ja, ich mach dem so keinen Schaden, ey. Oh mein Gott. Komplett hoffnungslos hier. Aber ich gebe nicht auf. Noch nicht. Noch haben wir Heilmittel, glaube ich. Irgendwo hier. Ich werd das ziemlich sicher nochmal neu laden müssen. Aber solange es noch den Hauch einer Chance gibt, werde ich weiterkämpfen. Ich mag hoffnungslose Situationen. Wisst ihr, vielleicht passiert was Gutes. Vielleicht geht ihm die Munition aus, vielleicht verliert er seine Waffe, vielleicht verletzt er sich selbst aus Versehen. Vielleicht trifft er irgendwie versehentlich einen Zivilisten und die Meute geht auf ihn los. Es kann so viel passieren, wir wissen es nicht. Vermutlich erschießt er mich einfach, aber alles ist möglich. Habe ich ihm irgendwie nennenswerten Schaden gemacht? Er hat noch 33 von 50 HP. Und er hat noch 5 Schuss. Ah, es hört sich schlecht an, leider für uns. Oh, ich habe noch 3 HP und keine Heilung mehr. Komm, wir brauchen jetzt... Okay, jetzt kommt's drauf an. Wir brauchen jetzt einen kritischen Treffer in die Augen mit 15% Wahrscheinlichkeit. Dammit. Hätte ja sein können. Guck mal, er hat schon keine Munition mehr. Ja, leider schon noch und er schießt mich jetzt. Naja, okay, war lustig trotzdem. Ich hatte Spaß. Also, neu laden.
Soll ich nochmal den Kampf laden? Nee, machen wir nicht. Ich glaube, hier hatten wir schon mit Mom geredet, oder? War das vor dem Gespräch? Nee, passt schon. Oh, ich würde schon gern nochmal... Ich muss schon sagen, ich würde gern nochmal gegen die kämpfen. Auch wenn das gerade ein bisschen blöd war. Weil, wisst ihr aber, vielleicht nochmal mit anderen... Voraussetzungen. Vielleicht mit einem vollgeheilten Sulik. Das könnte schon mal helfen. Mit einem Sulik, der eher in der Nähe ist und so weiter. Und ich könnte den ersten Angriff starten und so. Ah, es ist schon verlockend. Sulik, wie geht's dir eigentlich? Und warum bist du so kaputt? Nee, das wollte ich nicht, sorry. 26 HP, der ist wirklich so gut wie tot. Warten wir mal hier, bis die Party geheilt ist. Aber das kann ein paar Tage dauern jetzt leider. Aber das ist auf jeden Fall ein vollgeheilter Sulik ist definitiv gut. Okay, wir stehen jetzt hier schon seit 3 Tagen auf der Straße rum. Am 8. September haben wir angefangen. Jetzt ist das 12. Wir haben es geschafft. Okay, speichern wir. Ich glaube, ich versuch's nochmal. Hast du Medaillon? Du hast Medaillon. Gib mir Medaillon. Okay, let's go. Schauen wir mal. Jawohl! Das war schon mal sehr gut. Die beiden mit den Pistolen haben jetzt gerade ihr in den Rücken geschossen 2-mal. Das ist schon mal super. Ey, das ist eine gute erste Runde. Ich würde sagen, die speichere ich. Die haben jetzt ihre Kollegin schon mal so weit runtergeschossen, dass die flieht. Okay. Sulik! Okay, ich muss jetzt meine Stimpacks mir reinpfeifen. Hilft nix. Das wird... Oh, schon allein die beiden Stimpacks zu nehmen, ne? Ist so teuer im Grunde, ne? Aber ja. Verdammt, aber Sulik kann's tanken. Ist alles gut. Sehr gut, der schießt immer daneben. Leider trifft Sulik auch nicht wirklich. Blöderweise jetzt gerade. Aber ist okay. Wir zermürben den schön langsam. Nein, aufhören. Aha, er flieht. Guckt euch das an. Dann gehen wir jetzt mal, kümmern wir uns mal um den hier noch. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, warum die gerade alle immer auf Sulik gehen, aber ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt. Sulik ist definitiv der bessere Tank von uns beiden. Und der bessere Kämpfer und in allem ist er besser. Aber wartet nur, wenn ich schwere Waffen kriege, ey, dann wird hier so durchgesiebt. Und gesprengt. Yes! Der war gut, Sulik. Der war gut. Okay, jetzt laufen alle weg. Das ist jetzt auch nicht super optimal, weil ich muss die noch umbringen. Ich brauche das Medaillon und ich habe halt nicht so viele Aktionspunkte, ne? Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das schon hin. Willst du Ärger, sagt sie. Sie läuft weg. Sie läuft panisch weg und schreit, willst du Ärger, dann komm her. Okay, schauen wir mal, ob wir den jetzt töten können hier. Immerhin mal getroffen. Oh mein Gott, sie kommt wirklich. Lauf! Ich weiß nicht, Sulik ist kaputt, aber ist okay. Ich zermürbe jetzt. Er ist ja der mit dem Medaillon, ne? Yes!
Kann ich den Kampf beenden? Ich beende den Kampf mal und plündere den hier mal. Und er hat das Medaillon. Und eine 9mm Pistole. 10 natürlich. Cool. Das war doch cool. Haben wir doch gut gemeistert. Sulik, ich bin stolz auf dich. Jetzt haben wir den echt wegen so einem blöden Medaillon umgebracht. Das kommt mir jetzt auch ein bisschen unverhältnismäßig vor, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber, mei, was soll man machen, ne? Jetzt jagen wir den noch ans Ende der Map, befürchte ich, oder bis er irgendwo hängen bleibt. Ich weiß gar nicht, wo die andere mit dem Speer hin ist. Da am Hauseck steht sie. Ich würde den Kampf ja beenden, aber leider geht er immer wieder los. Ich meine, es wäre eh cool, die jetzt noch umzubringen, natürlich, ne? Weil die Erfahrungspunkte und vielleicht auch das, was die im Inventar haben, könnten wir schon brauchen. So ist es nicht. You want stars? I'll give you stars. Sulik, du hast mehr Aktionspunkte. Du musst ihm hinterherlaufen. Der hat leider so viel Ausweichmöglichkeiten auch noch, ne? Ah, Arsch. Ich hoffe, dass er auf dem Schrottplatz rennt. Wenn er auf dem Schrottplatz rennt, dann hat er nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Okay, jetzt rennt er da runter. Auch gut, da können wir ihn einkesseln. Sulik, Einkesselmanöver. Ja, ja. Fühl mich wie ein Herdenhund. Ja. Oh nein, da kommt man vorbei. Was für ein Arsch. Nein, du gehst in die falsche... Oh nein. Stell einer Bruderschaftskerl. Haltet ihn. Haltet den Dieb. Oh, jetzt kann er natürlich wieder in alle Richtungen fliehen, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf das Katz-und-Maus-Spiel hier. Ich würde ja gerne einfach nicht kämpfen. Ach, wenn ich doch nur schießen könnte oder werfen. Alex hatte doch recht. Wenn ich doch nur werfen könnte. Oh Mann, ey. Blood. Hope this is not Chris's blood. Ich hoffe auch. Komm, ich will nur ins andere Gebiet gehen. Du kannst ruhig, ist mir ganz egal. Ist mir ganz egal. Bleib ruhig hier, ich bin weg. Okay, gut. Das hätten wir. Huh. Gut. Also. Ich schätze mal, das hier soll das Waisenhaus werden, oder? Gucken wir mal, mit wem wir hier reden müssen. Ach so, wir könnten Anna natürlich auch im Medaillon bringen. Naja, die ist morgen auch noch ein Geist, ne? Was willst du hier? Okay, jetzt pass mal auf. Ich will, dass du und deine Freunde dieses Gebäude hier verlassen. Denn Mom wird diesen Ort hier in ein Waisenhaus verwandeln, um die heimatlosen Kinder zu beherbergen und sie von der Straße zu kriegen. Und das kann sie nicht, wenn ihr hier rumhockt. Okay. Mom kennt den Deal. Wir gehen nirgends hin, bis sie uns das Geld gebracht hat. Also entweder bringt sie uns 1 Million Münzen oder fuck off. 1 Million. Okay, ich kann Ihnen einen neuen Deal anbieten. Du und deine Freunde geht von hier weg und ihr dürft leben. Oder? Was haben wir noch? Mom hat so viel Geld nicht. Und selbst wenn sie es hätte, würde sie euch nie geben, also vergiss es einfach. Warum zeigt ihr nicht ein bisschen Anstand und squattet einfach woanders? Diese heimatlosen Kinder brauchen einen Ort, um aus dieser Hölle herauszukommen. Soll ich es versuchen? Ich versuch's mit an Gewissen. Alle töten. Ich versuch's erstmal mit diplomatisch, mit ins Gewissen reden. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und dann werde ich alle umbringen. Was mir wieder ein bisschen unverhältnismäßig vorkommt, aber hey, hilft ja nichts. Schauen wir mal. Wer bist du, um zu sagen, wer das verdient? Wer was verdient?
wir, uns gefällt es hier und du kannst uns nicht dazu bringen zu gehen. Okay, jetzt hör mir mal wirklich zu. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr hier auf euren eigenen zwei Beinen raus oder ich entferne euch, indem ich euch hier rausschleife, einen leblosen Körper nach dem anderen. Große Worte für jemanden, ne, der irgendwie 4 HP pro Messerschlag mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 40% macht. Aber ich muss einfach selbstbewusst sein. Er guckt seine Fellow Squatters an und dann schaut er wieder uns an und schüttelt mit dem Kopf. Du kannst uns nicht einschüchtern. Niemand wirft uns hier raus. Wir kämpfen um unser Territorium. Sulik, ja genau, Sulik. Sulik! Es wäre lustig, wenn der draußen steht, weißt du, und ich gehe da alleine rein mit meinem Jumpsuit und meinem kleinen Messerchen, das ich kaum halten kann, weil ich nicht genau weiß, wie man das eigentlich benutzt. Und dann sage ich denen, also, wenn ihr jetzt aber nicht gleich verschwindet, ne, dann muss ich aber hier Gewalt anwenden. Und dann lachen die und gehen und, ne, und ziehen ihre Waffen und dann rufe ich so Sulik und dann kommt dieser riesige, muskulöse Kerl mit seinem Speer und dem Riesenknochen in der Nase. Das wird gut. Naja, dann ist es Zeit, diesen Ort hier aufzuräumen. Hi, Agro. Nee, nix Wichtiges verpasst. Wir haben mit Geistern geredet. Hä? Ah, ich hab mich schon gewundert. Okay. Erstmal, der Erste hat schon mal keine Schusswaffe. Ich zieh mich mal ein bisschen taktisch zurück. Moment. Zulik kommt. Der hat schon mal eine gute Laufanimation, der Kerl. Der hat dieses panische Händewedeln. Der sieht schon mal sehr bedrohlich aus. Okay, ich gehe in die Gegenoffensive. Attacke! Yes! 7 Hitpoints. Wie geht's dem so? Der hat nur 36. Er hat ein Messer. Na gut, okay. Die kommen mir irgendwie nicht so vor, als ob die kämpfen wollen würden. Ich sage ja, die haben Sulik gesehen, ne? Jetzt haben die auf einmal nicht mehr so Bock. Aber der Zug ist jetzt leider abgefahren. Oh mein Gott, hatten wir das nicht gerade eben schon? Muss das sein? Hey, du wolltest unbedingt kämpfen. Jetzt kämpf auch. Droht mit Messer und verletzt sich dabei kritisch selbst. Ja, ja, genau. Das wäre unsere Figur. Aha, da will jemand kämpfen. Meinetwegen. Dann fangen wir eben mit dem hier an. Ich glaube, die sind ehrlich gesagt genauso nutzlos wie ich. Oh, guckt euch das an. Yes. Kritischer Treffer. 10 Hitpunkte. Ich habe den zu einem Drittel getötet. Das habe ich unserer Figur gar nicht zugetraut. Yes. Ich meine, der ist ein unbewaffneter, höchstwahrscheinlich sehr stark unter Drogeneinfluss stehender alter Mann. Aber trotzdem. Ich mach den ganz schön fertig. Yeah. Nimm das, alter, schutzloser Mann. Ich bin eine Heldin. Okay. Dem haben wir es gezeigt. Der hat wirklich gar nichts gehabt. Sehr gut. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht. Sulik bringt gleich die Nächsten um. Und auch tot. Meine Güte. Der hatte immerhin Brecheisen und ein bisschen Schnaps. Wo ist denn jetzt der eine hingelaufen? Jetzt schaue ich mal, da drin sind auf jeden Fall noch welche. Nein, da gehen wir da hoch. Darauf habe ich gewartet, sagt er. Ja, schauen wir mal, ob du darauf gewartet hast. Vielleicht wollte er sterben. Es kann ja sein. Naja, okay. Chat und ein Messer und eine Nuka-Cola. Die Steine kann er behalten. Ich wollte schon sagen, will die nicht kämpfen? Doch. Gleich mal aufs Maul. Und zwar gar nicht ohne. Wow, gegen die bin ich richtig gut. Das gefällt mir hier. Das ist mein Schwierigkeitsgrad. Unbewaffnete Drogensüchtige. Das ist so, mit denen werde ich gerade so fertig. Gerade so.
Oh, das ist ja jetzt voll nervig, dass die alle weglaufen. Ich muss die wahrscheinlich töten, damit die Quest geglückt ist, ne? Das reicht jetzt wahrscheinlich nicht. Ah, guck mal, der hat sich im Wald versteckt. Stealth-Attacke. Oh mein Gott. Was? Das war ein richtig gemeiner Treffer. Ich muss unbedingt speichern. Ah, das war gerade richtig mies. Holy shit. Der ist wirklich, der hat sich da im Gehölz versteckt und ist jetzt rausgesprungen. Nichts ahnend hat er mich umgehauen. Okay, ich sehe schon. Mit dem ist nicht zu spaßen. Zulik, das regeln wir unter uns. Halt dich da raus. Messer gegen Messer. Wie geht's dem? 11 HP. Könnten wir eventuell jetzt besiegen. Schauen wir mal. Ja. 9. Okay, er hat noch 2 HP. Let's go! Yes! Ganz ohne Sulix Hilfe. Ja, ja, genau. Ne? Der hat gewartet, bis Sulik nicht da ist und dann springt er aus dem mehr oder weniger Gebüsch. Nicht schlecht, aber es hat ihm nichts geholfen. Jetzt gibt es hier nur noch eine Person, die Frau. Die gehört, glaube ich, noch zu dieser Gruppe und dann sind die alle tot. Und dann haben die Kinder ein Waisenhaus. Das ist doch schön. Das gleicht dann auch wieder meine Grabräuberei aus, denke ich. Vorausgesetzt, ich finde die noch. Ich dachte, die ist hier irgendwo hinter das Haus gelaufen. Oder? Ich gehe mal rein nochmal. Ah, da ist sie. Okay. Oh mein Gott, guckt euch mal an, wie weit die laufen kann. Hat die ungefähr 1 Milliarde Aktionspunkte. Was zur Hölle? Wie weit darf die laufen? Gucken wir mal. Ich hoffe, sie ist doof und läuft da irgendwo ins Eck hoch oder so. Lächerlich. Nein, geh nicht unten durch. Oh, Mist. Zulik. Ey, wenn ich dem wirklich Befehle geben könnte, es wäre so gut, oder? Wenn ich sagen könnte, Zulik, bewacht die Tür. Okay. Zulik, komm mal her. Komm mal her jetzt. Zulik, komm mal her jetzt. Wenn ich ihm jetzt nur sagen könnte, dass er hier stehen bleiben soll, ne? Das wäre so gut. Kann ich zwar, aber dann ist er nicht mehr in meinem Team. Dann wird er auch nicht mehr mitkämpfen. Beziehungsweise bin ich mir dann nicht mal sicher. Ja, es funktioniert eh alles nicht. Okay. Hoffen wir einfach, dass sie sich da unten irgendwo verkantet. Ist jetzt meine einzige Hoffnung. Helft mir, Sulik, Wankenulik. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Interessant, Mord gleicht Grabschändung aus. Ja, so ist das. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich positives Karma kriege, wenn ich die umbringe. Die kommen mir ziemlich schutzlos vor und so. Ich fühle mich nicht gut, die umzubringen, ehrlich gesagt. Ich meine, Waisenhaus für die Kinder ist ganz gut, aber vielleicht bräuchten die irgendwie ein Krankenhaus oder so, eine Entzugsklinik oder so, weißt du? Aber mein Gott, so ist das Ödland halt. Waisenhaus sticht Entzugsklinik oder so im Karma-Buch. In der Karma-Score. Okay, Sulik, ich glaube, wir haben sie in der Ecke. Die hat leider so viele Aktionspunkte, dass die easy einfach an uns vorbeirennen kann und so, aber schauen wir mal. Wo ist sie? Ich kann nicht so weit mit der Kamera da. Ich kann die nicht anvisieren. Vielleicht kann Zulik sie anvisieren. Zulik, kannst du irgendwas machen? Ja, ich auch nicht. Oh, das ist ja doof. Ich dachte, jetzt hätten wir sie vielleicht in die Ecke gedrängt, ne? Aber ja, ich muss mal das Gebiet verlassen und wieder betreten. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht kaputt, weil sie da unten irgendwo festcheckt. Moment, ist sie das da? Nee, oder? Ist nur der gleiche Skin. Das wäre lustig.
Keine Ahnung. Ich meine, ich habe den... Vielleicht reicht schon, dass ich den Anführer umgebracht habe oder so. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal zurück zu Mama Murphy, wollte ich schon sagen. Und sag mal Bescheid, dass hier jetzt theoretisch alles Flotti-Karotti ist. Oh, wisst ihr was? Mitternacht. Geisterstunde. Warte mal, bleib mal stehen jetzt. Hallo, Geist. Ich würde sogar mit dir reden, aber sie ist zu durchsichtig. Ich komme einfach nicht an sie ran. So. Mein Medaillon, gib es mir. Oh. Okay, hier. Mein Medaillon, ich komme, Vater, ich komme zu dir. Tschö. Oh, und jetzt ist da nur noch ein Skelett. Moment, habe ich das gerade aufgehoben? Ja, ich habe hier Annas Knochen. Warum? Die Knochen sind irgendwie ein ungutes Gefühl, strahlen die aus. Ach was, verstehe ich gar nicht. Na dann. Sehr gut. Ja genau, jetzt müssen wir uns nur schön langsam von unbewaffneten, Drogensüchtigen hoch zu schwer gepanzerten Enklavesoldaten steigern. Ah, beerdigen. Ey, das ist voll die gute Idee und ehrlich gesagt habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, ob das geht überhaupt, aber die Idee ist toll. Die mag ich. Oh, schade. Ich kann damit leider irgendwie gar nichts machen. Warte mal, hat das Grab ein Inventar? Ja, okay. Jetzt passt auf. Das ist jetzt eigentlich hier das Grab von Colin McComb. Aber ich schätze mal, der wird sich nicht beschweren, wenn er Gesellschaft kriegt. Kann ich das Grab jetzt auch wieder zuschaufeln eigentlich? Das wäre dann noch die Krönung. Okay. Ich habe sie beerdigt. Ich glaube, das hat nichts gebracht, aber ja. Mumienersatz. Ja, das wäre... Nee, ich glaube, das ist voll gut. Die Lösung ist voll gut. Auch wenn das Spiel das nicht recognized, bin ich sehr zufrieden damit, dass wir das gemacht haben. Das fühlt sich richtig an. Ich habe ehrlich gesagt ja nur dafür die Gräber geöffnet. Mir ging es ja gar nicht um den Loot und so. Ich wollte nur eine letzte Ruhestätte für, hier, na, wie hieß sie, finden. Das war mir sehr wichtig. Okay, weiter geht's. Das ist so eine gute Idee, Frau Dunkelgrün. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich muss alle Grabsteine abklappern. Ich denke nicht, aber wenn, dann... Ich gehe alle nochmal kurz durch. Dauert ja nicht lang. Also, nein, schade. Wir müssen irgendwie die letzte Frau da noch töten. Shit. Müssen wir echt mal gucken. Ich hoffe, dass wir irgendwie wieder an die rankommen. Klicken wir mal schnell alle Grabsteine an, ob wir eins für Anne finden. Hallo, auch erstmal an dich. Also das ist Colin, okay. Dann haben wir hier Moose. Donnie. Greg. Okay, hier wurde der Name rausgekratzt. Da ist kein Name lesbar. Das ist schon mal interessant. Jason. Fergus. Chris. That's a memory of my John. Ich war jemand, aber das geht dich nichts an. Ich glaube, die anderen haben wir schon angeguckt, oder? Anna Winslow. Hieß sie Winslow? Vielleicht. Auf jeden Fall Anna. Anna Winslow. Okay, let's go.
Ja, 600 Erfahrungspunkte. Oh, ist das cool, oder? Hey, das ist richtig cool. Nice. Cool. Man lernt doch nie aus. Nein, es ist ein Happy End. Überhaupt kein Grund zur Trauer. Aber Dankeschön für die 100 Bits. Richtig cool, dass das klappt. Ach so, genau, mit Mom haben wir schon geredet. Wir müssen die letzte Frau da unten irgendwie noch töten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab's mir auch gedacht, dass der Geist überhaupt, ne, zu Knochen zerfällt, ist fragwürdig. Aber so war sie halt, die Anna. Sie hatte ihre Knochen immer fein säuberlich dabei sortiert. So, warten wir mal bis 8 Uhr morgens, dann sehen wir auch wieder ein bisschen was. So. Thank you. Oh, ein Hype Train ist gerade gestartet. Chu-chu! Here we go! Ich werde jetzt mal, während der Hype Train einfährt, versuchen, Leute zu umtöten. Ihr wisst schon. Jetzt ist die Frage, klebt die immer noch da unten am Maprand, wo wir nicht hinkommen? Können wir hin, wenn wir die Auflösung verändern? Oder ist sie eine von den Personen hier? Oder ist sie wieder zurück an ihren Ursprungsort gekehrt? Wir werden nachschauen. Aha, wartet mal. Wer bist du? Das könnte sie sein. Aber es ist kein Kampf und nix. Ich werde jetzt einfach ermorden, in der Hoffnung, dass das die richtige ist. Shit. Slenderax, vielen, vielen Dank für die Bits. Vielen, vielen Dank. Hey, Entschuldigung, falls das eine Verwechslung ist. Aber ich glaube, ich muss dich ermorden. Ich bin mir nicht sicher. Tut mir leid, falls es nicht stimmt, ne? Entschuldigung schon mal im Voraus. Vorausgesetzt, wir können sie erwischen. Oh nein, lauf bitte nicht wieder ans Ende der Welt. Das ist irgendwie blöd. Du kannst nicht immer deine Probleme damit lösen, dass du ans Ende der Welt läufst. Guck, sie läuft schon wieder in die gleiche Richtung. Hör auf jetzt. Stopp. Ich will das nicht. Ich möchte bitte, dass du nicht wieder da hinten ins Eck laufst. Ich laufe jetzt mal hier rum. Ich werde jetzt alle Personen mit dem Skin umbringen, wenn es sein muss. Mir fällt keine andere Lösung ein. Es hilft ja nichts. Okay. Ah, shit. Nein, jetzt läuft sie schon wieder in die Richtung. Hör doch jetzt auf. Das gibt's doch nicht. Die weiß genau, dass sie da hinten sicher ist, ne? Das ist ihre Strategie, glaube ich. Da hinten ist auch wirklich niemand mehr, ne? Nicht, dass das eine tragische Verwechslung ist, aber... Keine Ahnung, sie war in dem Haus. Sie war in dem Haus. Also wird sie schon zur Gang gehören. I guess. Ich hoffe. Okay. Wenn sie jetzt wieder ins Haus läuft, werde ich echt traurig. Nicht ins Haus und nicht nach rechts. Oh, Sulik! Nein, Sulik! Was machst du? Oh Gott. Die Knarre. Ja, schön wär's. Schön wär's, wenn ich damit irgendwas treffen könnte. Es ist einen Versuch wert, ehrlich gesagt. Besser als nix, ne? Ich weiß auch nicht, warum Sulik keine Fernwaffen benutzt. Ich habe ihm eigentlich gesagt, Fernwaffen haben Priorität und er soll die einsetzen. Aber will er nicht. Hat genug Munition, hat alles an Waffen. Aber guck mal, ich habe 18% Wahrscheinlichkeit von hier. Aber jetzt wartet mal, ein Schuss kostet 5 Aktionspunkte. Oh Gott, ich könnte zwei in die Richtung gehen und dann einmal schießen. Okay, komm. Naja, fast. Minus 19, das ist ein weiß ich nicht.
Ah, weiß ich nicht, Digga. Minus 19 ist ein bisschen sehr wenig. Wo ist Sulik? Wenn man ihn mal braucht. Oh, danke schön für die Bits, Agro. Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid, 100 Milliardistraktoid, 100 Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid, eine Milliardistraktoid. Ganz meine Worte. Eine Milliarde Bits. Oder so. Dankeschön. Ich kann ja verstehen, dass Sulik sich da raushält, dass er sagt, nope. Beim einfach so random Leute ermorden bin ich ehrlich gesagt nicht so down damit. Ich habe ja Verständnis. Aber es ist für die Kinder, Sulik. Kann nicht mal jemand an die Kinder denken? Die brauchen ein Waisenhaus. Und das Waisenhaus muss getränkt im Blut von Unschuldigen erbaut werden. Damit die alten Götter zufrieden sind. Verstehst du, Sulik? Okay, ich versuch's nochmal. 30%. Bam. Wir treffen einfach nicht. Wir sind komplett nutzlos. Sulik, deine Chance. Ach, Sulik, du bist so ein Arschloch. Ohne Scheiß, Sulik. Nee, du bist der Beste. Ich nehm's zurück. Es tut mir leid, Sulik. Du bist super. Das hätte ich nicht sagen sollen. Oh nein, wo ist sie jetzt hin? Oh. Wo ist sie hin? Hallo zusammen. War sie? Ich glaube nicht. Da ist jemand. Aber das sind alle nicht die, oder? Nee. Ich glaube, ich gehe nochmal raus und wieder rein und hoffe, dass sie wieder da drin steht. Ich muss mir wirklich was überlegen. Die hat so viel Aktionspunkte und läuft weg, aber ich muss die umbringen, sonst können wir die Quest nicht lösen. Ich muss vielleicht mal die Türen im Haus zumachen. Vielleicht kann ich sie damit ein bisschen aufhalten oder sowas. Wenn sie jetzt überhaupt wieder im Haus ist, ne? Eieiei. Naja. Okay, jetzt passt mal auf. Ich mach mal die Tür zu, aber ich glaube, jetzt steht sie hier gar nicht mehr. Und dann gehen wir raus. Sulik, nein, 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 nein. Raus. Noch mal raus. Mehr raus. Dankeschön. Die Tür machen wir auch zu. Okay, gut. Das ist gut, hoffe ich. Zwei Türen öffnen braucht auch Aktionspunkte. Oh, warte mal, da unten ist jemand. Das ist sie, glaube ich, oder? Ich denke, das ist sie. Ich habe keine Ahnung, ob sie das wirklich ist. Es ist so scheiße, ey. Ohne Witz. Es ist so scheiße. Nein! Jetzt ist sie noch einen Schritt gegangen, ey. Ah, warte mal. Aber ich habe ihr noch nichts getan, oder? Es herrscht noch kein Kampf. Gut. Okay. Okay. Kritischer Treffer und sie ist tot. Feindliche Kreaturen in der Nähe? Warum? Nee, war ein Fehler. Okay, sorry. Entschuldigung. Ich hoffe jetzt wirklich, das war die richtige, ey. Das wäre so scheiße. Ich kann die jetzt nicht plündern. Ah doch, warte, da war's. Oh, da war ein Pick. Ja. Okay. Na, die hat wirklich gar nichts. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe, das war jetzt die richtige. Gehen wir mal zurück. Ansonsten muss ich nochmal kommen und ein Massaker starten. Ich hoffe, das können wir vermeiden. Ich warte mit dem Siegesgeheul noch, bis Mom sagt, wir können jetzt ein Waisenhaus errichten. Weil, falls die jetzt keine Dialogoption hat, dass wir ein Waisenhaus errichten können, habe ich eventuell gerade einfach eine komplett unschuldige Person einfach so auf offener Straße abgestochen. Hurra! Das ist doch ein Spaß für die ganze Familie. Mom, bitte, bitte sag mir, dass ich es richtig gemacht habe. Ich habe Angst.
Wir haben keine Dialoge. Wir haben keine Dialogoption für ein Waisenhaus. Dankeschön, Big Daddy, für den Superchat. Super nett von dir. Ja, Mama sagt nein. Ich guck mal kurz im Pip-Boy, ob wir eine Quest haben, die uns da vielleicht ein bisschen weiterhilft. The Den. Collect Money from Fred. Fred würde ich gern noch... Ich weiß gar nicht, einen Fred haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich, ne? Ich muss mal gucken, wo Fred ist. Genau, was in der Kirche bewacht wird, ist auch die Frage. To get the orphans off the street. Ja, da bin ich gerade beschäftigt. Backpedal 1985 ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, Backpedal. Sehr anständig von mir. Dir danke. Ja gut, da steht leider jetzt auch nicht mehr, außer dass wir eine Möglichkeit finden, die Kinder von der Straße zu kriegen. Wahrscheinlich ist Mom in Wirklichkeit eine super gehässige Gangster-Bossin, die einfach nur uns manipuliert, damit wir irgendwelche Leute umbringen für sie. Ach, wenn doch nur diese bösen, nutzlosen Drogensüchtigen aus dem Haus da vertrieben werden würden mit allen Mitteln, dann könnten wir endlich für die Waisenkinder ein Zuhause bauen. Wäre das nicht schön, wenn doch nur irgendjemand was tun könnte? Okay, Sulik, wir haben vielleicht irgendwie was sehr Schreckliches getan. Wie sieht's bei, was sagt unser Karma so zu der Situation? Wir sind accepted in the Den. Na guck, die Leute mögen uns. Keine Ahnung, also so schlimm kann es nicht sein. Aber hier ist niemand mehr. Ich überlege auch, ob wir vielleicht irgendjemanden übersehen haben, der noch hier sein könnte, ne? Aber abgesehen vom Blutpfützen ist ja keiner mehr. Ich habe halt wirklich ein bisschen Angst, dass die eine Frau da hinten rausgeglitscht ist aus der Map und nicht mehr zurückkommt. Hallo? Ist hier jemand? Tatsächlich. Hier ist jemand und sie geht auf mich los. Okay, wir haben eine unschuldige Frau umgebracht. Aber immerhin ist hier jetzt... Oh mein Gott, ich muss speichern. Scheiße. Aber auch gut. Aber auch scheiße. Tut mir leid. Sorry. Aber das passiert schon mal. Hey, die war bestimmt... Die hat bestimmt mit denen unter einer Decke gesteckt. Die hatte es faustdick hinter den Ohren. Weiß ich ganz genau. Ich brauche gar nicht so zu tun, als wäre die unschuldig gewesen. Die war die schlimmste von allen. Nein, bitte nicht wieder aus der Map rauslaufen. Okay, wartet, ich lade neu. Das ist scheiße. Ich muss mich anders positionieren, damit sie nicht aus der Map rausrennt. Nein, Sulik, du machst das falsch. Sulik. Du machst das immer alles falsch. Jetzt geht das wieder los, ne? Aber hey, wir sind jetzt dicht auf dem Fersen. Wenn sie jetzt einmal irgendwo hängen bleibt, dann haben wir sie. Wir müssen sie nur irgendwo in die Enge treiben. Ich will jetzt auch gar nicht schießen, weil wir so gut hinter ihr herkommen, ne? Schauen wir mal, ob sie sich irgendwo verheddert. Das ist jetzt zum Beispiel gerade ganz gut. Aber ich glaube, da wird sie nicht hängen bleiben. Okay, sie ist einmal ums Eck gelaufen, so ein bisschen. Können wir das ausnutzen? Nee, wir auch ums Eck laufen müssen. Das hilft uns nichts. Okay, wenn sie da jetzt nicht aus der Karte rausläuft, ne? Dann könnte es gut sein, dass sie hier irgendwo am Rand der Map einfach stehen bleibt. Wenn wir ganz viel Glück haben, geht sogar ihre KI kaputt. Das wäre super.
Ich glaube nämlich, da oben geht's nicht durch. Das sieht zwar so aus, aber ich hab's vorher versucht und konnte nicht durchlaufen. Nein! Sulik, mach doch mal was. Jetzt haben wir sie verloren. Ah, nein. Okay, ich lade noch mal. Das ist so dämlich. Ich hasse das so gerade. Aber jetzt passt auf. In die Augen! Nein, schade. Das wär's gewesen, ne? Okay, ich hab sie umgeworfen. Und sie... Ich weiß es nicht. Kommt sie jetzt noch mal dran? Nee, kommt sie nicht. Ich hab sie noch mal umgeworfen. Und sie ist tot. You cleared out all the squatters. Alle Squatters plus eins sogar. Ich habe sogar noch extra Bonuspunkte gesammelt. Die Squatter plus eins sind ausgeschaltet. Das wird Mom freuen. Gut gemacht. Gut gemacht, Team. 35 Erfahrungspunkte habe ich gerade bekommen. Naja. Das ist irgendwie sehr wenig. Ich sollte das mal schnell speichern, weil das ist ein großer Triumph. Auf zu Mom. Warum sagt der Yeah, Baby? Findet der das so cool, dass hier die Gräber alle offen sind? Die haben ihn die ganze Zeit gestört, diese geschlossenen Gräber. Ich hab gute Nachrichten, Mom. Das Gebäude gehört jetzt dir. Ich bin in Kleinigkeiten Probleme geraten, hab möglicherweise unschuldige Menschen ermordet, aber die Squatter nerven dich jetzt nicht mehr. Oh, das sind großartige Neuigkeiten. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe einfach nur, dass niemand im Prozess verletzt wurde. Okay. Ich werde einigen Freunden Bescheid sagen, dass wir sofort mit der Arbeit beginnen können. Wenn du noch in ein paar Tagen in der Stadt sein solltest, dann schau doch gerne mal vorbei. Hoffentlich haben wir bis dahin Dinge erledigt und alles funktioniert. Ich bin super aufgeregt. Hier ist eine warme Mahlzeit für dich aufs Haus. Danke, Mom. Sieh dich. Oh Gott. Okay. Cool. Wir haben ein Waisenhaus für die Kinder errichtet. Das ist doch gut, oder? Das macht doch so ein paar unschuldige Tote wieder gut, oder? Wir sind auf jeden Fall immer noch accepted in the den. Alles gut. Verletzt ist niemand, das stimmt. Es ist niemand verletzt zurückgeblieben. Also muss man sich keine Sorgen machen. Okay. Ich glaube, dann sind wir fertig. In the den, fürs Erste. Wir könnten jetzt eigentlich, wenn wir wollten, noch schnell uns vollständig heilen. Nikita, danke fürs Followen. Ich wundere mich nur gerade, weil ab und zu random kommt eine Notification, dass gefollowt wurde und ab und zu random nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum und unter welchen Voraussetzungen. Aber schön, dass du da bist. Danke für den Follow. Ich bin nur irritiert. Ja, genau, das machen wir jetzt schnell. Wisst ihr was? Warum denn nicht? Wir warten jetzt, bis das Team vollständig geheilt ist. Und schauen wir mal, ob dann die Waisenkinder schon, ob das Waisenhaus schon errichtet ist dann. Aha. Bis jetzt ist hier noch nichts los. Vielleicht haben wir nicht lang genug gewartet. Ich gehe mal ganz kurz raus und wieder rein und ansonsten verlassen wir jetzt die Stadt. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben immer noch keinen Sprengstoff gefunden, aber das kriegen wir schon. Ah, guck mal. Mom's Orphanage. Nice. Sogar ein eigenes Schild hat das Haus jetzt bekommen.
Hallo und willkommen zur... Hey, warte mal. Du bist doch die Person, die uns geholfen hat, diesen Ort hier überhaupt zu errichten. Die Leute von Dan danken dir wirklich vielmals für alles, was du getan hast. Es war mir ein Vergnügen. Wie geht's den Kindern? Ihnen geht's wirklich gut. Dank dir. Sind sie jetzt von der Straße weg und haben einen Ort zum Leben. Danke nochmal für alles. Freut mich, das zu hören. Ah, guck mal, jetzt sind hier sogar Stockbetten und alles. Schön. Ist das nicht nice, dass sie das tatsächlich so gemacht haben noch? Die Kinder laufen alle vor mir weg, aus gutem Grund. Wahrscheinlich liegen die zerstückelten Leichen noch vor der Tür, aber okay. Nee, haben die tatsächlich aufgewischt hier. Hier ist noch ein vergilbter Blutfleck so ein bisschen, aber gut. Okay, cool. Das ist doch schön. Dann gehen wir jetzt. Ah ja, genau. Haben wir... Müssen wir dann nochmal... Oh, das ist voll richtig. Gut, dass du das nochmal schreibst, Wookie. Das ist richtig. Ich dachte, das hätte sich jetzt vielleicht eh schon erledigt. Aber vielleicht müssen wir dann nochmal... Schau ich lieber nochmal vorbei. Hallo, hast du mit Mom geredet? Ja, also ich muss wirklich nochmal mit dem reden. Das hätte ich total vergessen. Rate mal, was los ist, Bobby. Ich habe mit Mom geredet und sie eröffnet ein wirklich schönes, großes Zuhause, wo ihr alle leben könnt. Du und deine obdachlosen Freunde seid alle willkommen, gemeinsam zu leben. Es wird ein großes Gebäude direkt auf der anderen Straßenseite von hier aus. Sie hat schon in ein paar Tagen alles vorbereitet. Eigentlich ist jetzt schon alles vorbereitet. Er lächelt übers ganze Gesicht. Wirklich? Achso. Wirklich? Das ist großartig. Er umarmt uns. Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dort zu leben mit all meinen Freunden. Ich bin so aufgeregt. Danke nochmal, Miss. Du bist die Beste. Ist schon gut, Kind. Bis dann. Ja! Kann ich den Vater verprügeln ohne ihn? Okay. Ach, der schläft nur. Ich dachte schon, jetzt wäre er tot. Naja, okay. Gut, das haben wir jetzt auch gemacht. Und was wir natürlich noch machen müssten, ist Geld eintreiben für Mom. Aber ich weiß halt leider nicht von wem, ne? Wie hieß der gleich nochmal? Fred. Wisst ihr was? Ich schau mal ganz kurz. Fallout 2. Bevor wir jetzt ewig rumsuchen, gucke ich mal schnell, wo sich Fred normalerweise aufhält. Fred. Ein Betrunkener in The Den. Flix. Westside. Okay, gucken wir mal, ob wir ihn da finden. Relativ unproblematisch. Ja, das könnte man machen, aber ich habe ja nicht mal Granaten. Das ist ja das Problem. Ich habe überhaupt keinen Sprengstoff. Oder, Sulik? Wir haben keinen Sprengstoff, auch keine Granaten. Ich glaube, ich hatte mal welche und habe das verkauft. Nee. Hey, warum hat Sulik aktuell nur eine Pistole und zwei Hämmer? Das verstehe ich gar nicht. Ich dachte, der hätte mehr. Aber ist egal. Okay, das ist Westside. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müsste der irgendwo sein. Oh, was ist jetzt los? Okay. Ne, liebe Frau, bitte Hilfe. Hilf einem armen, verhungernden Mann, der zu krank zum Arbeiten ist. Ich gebe ihm natürlich $5, wenn er will. Ich würde ihm gern das Essen geben, das ich von Mom bekommen habe. Das wäre doch voll gut. Aber ich gebe ihm auch mal $5. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Bitteschön.
Hast du ein bisschen Geld? Ja, natürlich, hier, bitteschön. Danke, danke, danke. Ich dachte, das ist ein Laden hier. Ist das hier ein Laden? Ah, schön, Sie wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Let's trade. Lederrüstung. Lederrüstung wäre schon auch gut. Es wäre mal besser als unsere... Aber andererseits könnte ich die auch gleich skippen, ne? Oder vielleicht, wir kriegen bestimmt demnächst eine. Die wäre jetzt auch nicht so teuer, ehrlich gesagt. Was haben wir denn so an Glump, dass wir hier einfach verscherbeln können? Brecheisen. Das kann man, glaube ich, wirklich benutzen, um Sachen aufzubrechen, oder? Kann man in Fallout 2 Brecheisen wirklich benutzen, um Dinge aufzubrechen? Oder bringe ich das wieder mit Checked Alliance 2 durcheinander? Ich könnte es mal versuchen, weil wenn das funktioniert, könnte ich vielleicht die Tür mit dem Brecheisen öffnen. Das wäre doch eine Idee, oder? $17, die müssen doch was wert sein. Mindestens $17. Chat ist, glaube ich, auch gar nicht ohne. Oh, wir haben es eh schon fast. Passt mal auf. Da brauchen wir gar nicht mehr viel. Hast du noch ein bisschen Bargeld? Ja, ich bin nämlich zufällig auch auf... Was ist das? Super. Ja, weißt du was? Das ist ein Deal. So machen wir es. Guter Tausch. Dankeschön. Checked Alliance, Fallout 2, keine Ahnung, ja. Ich auch nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das ist ein Versuch wert. Okay, hier war auf jeden Fall nicht der, der noch Geld schuldet. Was wart ihr gleich nochmal hier für Leute? Lara, Gangster. Ach ja, genau, die will wissen, was da in dem Lagerhaus ist. Ah ja, okay. Das haben wir leider noch nicht rausgefunden. Das hier müsste aber schon Westside sein, oder? Oh, jetzt müssen wir den per Hand einmal durch den Türrahmen durchschieben, damit wir da reinkommen. Warte mal, du bist nicht zufällig die richtige Person. Nee. Ich sollte vielleicht mal meine Waffe wegstecken. Ich glaube, hier in The Den, da sieht man es nicht so streng, aber... Addicted, addicted, customer, citizen. Ich muss mal, ich rede mal mit denen. Kenne ich dich etwa? Was willst du? Na, schau, ich bin hier, um Geld einzutreiben. Wovon redest du? Ich schulde niemanden irgendwas. Wovon zur Hölle sprichst du eigentlich? Becky hat gesagt, du schuldest ihr $500. Ah, ja. Ich habe noch nie so viel Geld auf einen Haufen gesehen in meinem ganzen Leben. Ja, was? Jetzt der Dialog beendet. Ich bin hier, Geld einzutreiben. Becky hat mich geschickt. Ja, das hat sie wohl getan, sicherlich. Jeder weiß... Everyone knows she hates that name. Sie hasst den Namen. Du verarschst mich nicht. Hä? Ich versteh's nicht. Naja. Sie sagt, du bist ein bisschen vergesslich. Das bin ich überhaupt nicht. Ich, warte mal. Da war dieses eine Mal, wo ich sie nicht zurückgezahlt habe. Aber ich dachte, ich hätte es schon. Nein, das hast du nicht. Deswegen hat sie mich geschickt. Verdammt nochmal, ich denke, du hast recht. Aber ich bin ziemlich pleite. Ich kann mir das nicht leisten. So viel Geld habe ich nicht. Ich muss essen, verstehst du? Tut mir leid. Oh, verdammt nochmal. Ich kann möglicherweise $100 zusammenkratzen. Könntest du mir die Hälfte vielleicht drauflegen? Ich verspreche, ich zahle dir es zurück. Oh. Komm schon, zahl einfach den ganzen Betrag. Ich hab's dir doch gesagt, das kann ich nicht. Ich verhungere, wenn ich das tue. Komm schon, kannst du mir nicht bitte helfen?
Oh, come on, dude. Schuldet der nur 200. Waren die $500, die ich da am Anfang gesagt habe, ein Scam? Hätte ich ihn da beinahe abgezogen. Das war nicht meine Absicht. Weißt du was? Scheiß drauf. Okay. Was? Wirklich? Wow. Danke vielmals, Lady. Hier sind $100. Ich hol die $100. Ach so, ich sorg dafür, dass du die anderen $100 so früh wie möglich bekommst. Du zahlst mich besser zurück. Keine Sorge, das werde ich. Ihr habt mein Wort. Und ich werde es diesmal auch nicht vergessen. Na, da bin ich gespannt. Weißt du was? That hundred's really going to delay. Also diese 100 werden Dinge auf jeden Fall verzögern. Meinst du, ich könnte ein bisschen was davon zurückleihen? Wie viel? Nur 50. Bitte. Das ist alles Part von meinem Masterplan. Aber das bedeutet, dass du mir nur noch 50 von den 200 gegeben hast, die du schuldest. Ich sehe schon, deine Mathe-Kenntnisse sind beeindruckend. Also bitte. Es ist für dich doch sicherlich nicht zu viel Geld, oder? Aber es ist verdammt viel für mich. Hey, scheiß drauf. Okay. Was? Verdammt nochmal. Das wirst du nicht bereuen. Kein Problem. Na, schauen wir mal. Vielleicht ist er ein reicher Geschäftsmann, wenn wir das nächste Mal wiederkommen. Jetzt geben wir mal mehr Geld. Come on, wir machen es doch hauptsächlich für die Erfahrungspunkte. Whatever. So ist er. Okay, Mom, ich komme. Halt den Geldbeutel bereit. Denn da kommt $200 rein. Plus Erfahrungspunkte für mich im Austausch. Wenn du eine schwere Waffe rumliegen hast, ne, da würde ich auch nicht nein sagen. Hä? Wir haben das Geld doch für Mom. Haben wir das nicht für Mom? Ach, war das nicht Mom? Nee, Becky hat er gesagt, ne? Ich dachte jetzt irgendwie für Mom ist das Geld, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Collect money from Fred. Da steht aber nicht dabei, für wen. Wer ist denn Becky? Haben wir irgendwo einen Beckys zufällig? Ich schau mal da oben rein. Ich weiß nicht mehr, wer Becky ist. Wer hat uns denn die Quest gegeben? Ist auch schon wieder lange her, ne? Du bist nicht Becky. Ich bin Frankie. Okay. Wir machen keine Sorgen im Hole. Keine Sorge. Ich will mal gucken, was du so im Angebot hast. Ach, eine Pistole. Sonst nix. Das war Mom, ne? Ich dachte auch. Ich hätte auch gedacht, dass es Mom war, aber vielleicht eben doch nicht. Aber wer wäre es denn sonst? Wer ist Becky? War es überhaupt Becky? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, wartet mal ganz kurz. Wisst ihr was? Ich habe noch die Wiki-Seite von Fred offen. Jetzt gucke ich mal kurz. Quest. Work for Rebecca. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wer Rebecca ist. Verdammt. Fallout 2 Rebecca. Rebecca Dyer. Ah ja, das ist nicht Mom. Die ist in Beckys Casino. Ah, alles klar. Ich weiß schon. Ich glaube, die ist in Westside auch. Ich hätte schwören können, dass wir die Quest von Mom haben, aber naja, habe ich wohl durcheinander gebracht. Ja, genau. Da haben wir es. Groß und breit. Rebecca. Wegen dem Job, den du mir gegeben hast. Oh, hast du das Geld wirklich zusammengebracht, zurückgebracht? Ich wäre ja wirklich beeindruckt. Ja, habe ich. Was? Ich kann es überhaupt nicht glauben. Wie hast du das denn gemacht? Naja, wie auch immer. Ich bin wirklich beeindruckt. Das ist alles. Um meine Dankbarkeit zu zeigen,
teile ich das Geld mit dir genau durch die Hälfte. Danke nochmal. Das war sehr ehrlich von dir. Bitteschön. Naja, schau, jetzt haben wir fünf. Jetzt haben wir. Wie viel? Wir haben 50 bekommen, 150 draufgelegt und 100 wieder zurück. Das heißt, wir haben jetzt nur noch $50 verloren. Aber dafür haben wir 200 Erfahrungspunkte und 5 Karma bekommen. Sehr gut. Wir sind immer noch accepted in the den. Und haben ein Level up. Wie hoch müssten wir Lockpick bringen, damit wir die Tür öffnen? Ich werde mal mit den Skillpunkten, die wir jetzt verdient haben, gehen wir jetzt mal nochmal zurück und dann power ich mal das Lockpick-Skill hoch und dann gucken wir mal. Oh, jetzt wartet mal ganz kurz. Genau, wir sollen noch rausfinden, was in der Kirche ist. Wir sollen Vic befreien und das Auto. Ja, das Auto, aber das dauert alles noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt mal zurück nach Klamath zum 100. Mal. Oh, was ist los? Trapper, die gegen Golden Geckos kämpfen. Ich glaube, da kämpfen wir mit. Schon allein, weil da schon ein Toter liegt, ne? Gehört schon uns. Ist schon unser Loot hier. Laufen die Gegner da schon weg oder hin? Ich bin mir nicht sicher. Also nicht die Geckos, die Hunter. Moment mal, warum sind die rot markiert? Das sind aber nicht meine Feinde hier, oder? Das Problem hatten wir nämlich schon mal. Verdammt, ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Ich speichere jetzt mal. Nur für den Fall, dass irgendwie die anderen unsere Gegner sind und wir wieder überpowered werden. Weil dann fliehe ich einfach zur Not. Aber jetzt helfe ich denen mal. Egal, alle töten. Ja, so stark sind wir noch nicht. Das ist das Problem. So, vorsichtig. Dass wir auch wirklich niemanden erwischen, den wir nicht erwischen wollen. Warum sollten die Trapper Beef mit uns haben, oder? Eigentlich. Boah, Sulik! Sulik haut wieder rein. Oh, warte mal ganz kurz. So. Und ich piek's noch ein bisschen. Sehr gut. Aha, erster Gecko tot. Sehr gut. Bin gespannt. Okay, bis jetzt scheinen die mich zu ignorieren, zumindest, und auf die Geckos zu gehen. Yeah, guck mal. Kritischer Gecko-Treffer. 16 Schaden, gar nicht so schlecht. Okay. Gut, cool. Niemand greift mich an. Alle sind friedlich. Ich klaue das Antidot. Howdy! Wir kommen nicht oft, Leute, durch unsere Trapper-Kanti. Was willst du? Hast du Gecko-Pelze im Angebot? Ich glaube, ich habe ein paar Gecko-Pelze. Ich könnte sie dir verkaufen. Erspart mir den Ärger, in die Stadt zu gehen. Was hast du denn so? Nee, ich habe ehrlich gesagt jetzt kein Interesse, Gecko-Pelze zu kaufen. Könnte schon sein, dass ich die dann teurer weiterverkaufen kann, ne? Aber nee, ich gehe einfach. Ich habe ihren toten Freund beklaut. Wir hauen ab. So, weiter nach Klamath. Noch eine Zufallsbegegnung. Und diesmal sind es Trapper, die gegen Geckos kämpfen. Damit es mal ein bisschen Abwechslung ist, ne? Sonst wäre es ja fad, wenn immer das Gleiche passiert. Nice.
Jacinta has gifted 1 subs to viewers. Dankeschön, Jacinta, für deinen geschenkten Sub. Das ist sehr, sehr nett von dir. Und danke fürs Folgen. Ich lasse die jetzt einfach kämpfen, weil ich glaube, die kriegen das eh ganz gut hin. Und plündere einfach ihren toten Freund und gehe dann. Ehrlich gesagt. Oder Sulik, das klingt doch nach einem soliden Plan. Wie dann? Das ist wieder wirklich exakt die gleiche Zufallsbegegnung, oder? Naja, hilft ja nichts. Ja, dass man die Rüstungen nicht plündern darf von den Leuten, ist natürlich einerseits schade, aber das macht halt aus Gameplay-Sicht Sinn, weil die Rüstungen in Fallout 1 und 2 sind halt sehr, sehr wertvolle Upgrades. Also das merkt man auch stark, wenn man eine stärkere Rüstung findet, man hält viel mehr aus. Das sind schon wirklich krasse Beförderungen, die man kriegt, mächtiger als so viele Level-Ups. Und wenn man die einfach von Toten nehmen könnte, könnte man halt das Spiel ziemlich kaputt machen. Also das wird die Progression des Spiels auch ziemlich kaputt machen. Weil wenn man wirklich will, findet man schon einen Weg, dass man ganz am Anfang jemanden mit einer krassen Metallrüstung oder sowas tötet. Zur Not schmuggelt man dem einfach irgendwie Sprengstoff ins Inventar oder so und schon hat man irgendwie ein Mörder-Upgrade. Das finde ich schon ganz gut eigentlich, dass die das ein bisschen limitiert haben. Aber ja, macht keinen Sinn. Weil sonst würde ich jetzt nicht Geld sammeln, um mir irgendwo eine bessere Rüstung kaufen zu können. Ach, apropos, wir haben doch eine Lederrüstung gekauft. Habe ich ganz vergessen. Die könnten wir vielleicht mal anziehen. Dann würden wir gleich ein bisschen mehr aushalten. Yeah, und cooler aussehen. Muss man auch sagen. Das kommt noch dazu. Danke fürs Follow und Verlies. Anscheinend kriegen wir jetzt wieder Follow-Notifications. Ich finde es eh cool eigentlich. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, warum die nicht mehr funktioniert haben. Ich habe die nämlich nie ausgemacht, aber die waren einfach weg. Und dann habe ich sie irgendwie akzeptiert. So, nur noch eine Runde, dann können wir gehen. Würde ich jetzt Erfahrungspunkte kriegen, wenn noch jemand stirbt, obwohl ich gar nicht so wirklich mitkämpfe? Ich glaube, wir werden es nicht mehr erfahren. The fuck? Meine Kater haben sich, glaube ich, gerade einfach gegenseitig erschreckt. Wo, was, ist das schon wieder eine Zufallsbegegnung jetzt? Ja, anscheinend. Ein paar Red Scorpions. Eine Familie von Red Scorpions. Wisst ihr was, ich glaube, die schaffen wir, oder? Da speichere ich jetzt mal. Dann durchsuchen wir die Hütte gleich. Und so. Also, ohne Witz, unsere Bewegungspunkte, wenn wir dann mal schwere Waffen haben, wären, glaube ich, das größere Problem statt unsere Stärke. Unsere Stärke kriegen wir schon hochgeboostet mit Powerrüstung. Aber unsere Bewegungspunkte, ja, es sind schon genug, dass wir einmal pro Runde schießen können mit schweren Waffen auch. Das wird schon passen. Aber ideal ist es nicht. Sulik. Sulik, mach das. Ja, aber guckt, ich bin nicht komplett nutzlos. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden in dem Häuschen. Einmal nix. Sehr gut. Oh, nochmal nix. Nice. Halt, stopp, da war tatsächlich noch eine Kiste, in der wahrscheinlich auch wieder nichts ist. Ja, sehr gut. Okay, dann geben wir Skorpionstachel, nehme ich nicht mit. Das ist es nicht wert. Sonst liegt hier auch nichts Interessantes rum. Wo ist denn hier der Ausgang, bitte? Ich komme nicht mehr von der Farm weg. Die Geisterfarm des Todes. Ja, dann hauen wir ab. So, meine Güte, 3 Zufallsbegegnungen auf dem Weg von Den nach Klamath. Nicht schlecht.
Okay, jetzt gehen wir mal zu Vix. Ich habe jetzt mehrere Ideen, die wir versuchen könnten. Erstens, Brecheisen. Nee, Brecheisen ist hier nur eine Waffe. Okay, schade. Hätte ja sein können, wäre cool gewesen. Wobei, wartet mal, ich könnte es noch so versuchen. That does nothing. Nee, okay, dann funktioniert das in Fallout 2 anscheinend nicht. Okay, dann habe ich jetzt noch eine andere Möglichkeit, aber das speichere ich vorher mal schnell. Jetzt packe ich mal Lockpick auf 25. Und dann versuchen wir es mal. Ach shit, ich hab's nicht. Wartet mal, ich hab's nicht übernommen. You failed. Schade. Dann machen wir mal auf 36. Höher geht's aktuell nicht. Failed. Schade. Your lack of skill jammed the door. Ja, nee, okay. Der Hund hat vielleicht den Schlüssel, das wäre so cool. Das wäre so cool, das wäre so Resident Evil. Aber leider hat der Hund kein Inventar. Wir haben auch keinen Sprengstoff. Nix haben wir. Schade, dass das Brecheisen nicht funktioniert, oder? Das wäre ziemlich cool gewesen. Naja, okay. Man lernt nie aus. So, was machen wir dann jetzt? Diese blöde Tür. Also, dass der Mod einfach diese Tür versperrt, finde ich krass, ehrlich gesagt. Das ist wirklich heftig. Aber ich würde jetzt echt gern mal zum Umbra-Tribe, weil das ist definitiv was, das der Mod hinzufügt. Also, zur Erklärung, dieses Restoration-Pack fügt quasi nur Inhalte ins Spiel hinzu, die schon im Spiel veranlagt sind oder geplant gewesen sind und so weiter und so fort. Also das sind so wahrscheinlich irgendwelche unfertigen Überreste, die da dazu gebaut wurden. Und das würde mich jetzt schon interessieren, was der Umbra-Tribe ist. Umbra-Tribe. Und ich würde sagen, bis wir irgendwie die Tür aufkriegen, gehen wir da jetzt einfach mal hin. Und auf dem Weg werden wir sehr viele Zufallsbegegnungen haben, schätze ich mal. Eine Familie von Red Scorpions. Nee, muss nicht unbedingt sein, wenn ich schon die Wahl habe. Dann umgehen wir die einfach. Oh, Kannibalen, die sagen lecker. Schauen wir mal, wie ihnen meine Klinge schmeckt. Und Sulix Speer erst. Au. Ich hätte gehofft, dass ich nochmal drankomme, ne? So war es ja irgendwie immer, wenn die anderen den Kampf eröffnen, aber gut. Also, einmal normal stoßen und einmal gezielt in die Augen. Yeah! In die Augentreffer. 15 Schaden. Blindheit. Nice. Damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich bin ganz ehrlich. In die Augen. Schade. Naja. Na schau, schön langsam, ne? Schön langsam. Aha, da läuft sie wohl weg. Da hat sie wohl Angst bekommen. Kann ich verstehen. Komm schon, Augen. Nein, schade. Ey, du hast keine Chance gegen Sulik. Und ich bin auch noch da. Noch zusätzlich so ein bisschen, weißt du? Bam. Und jetzt geht hier das Katz-und-Maus-Spiel wieder los. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Na gut, der hat seinen letzten Mensch verspeist hier. Wäre voll cool, wenn wir hier tatsächlich Menschenknochen irgendwie finden würden. Ich kann die Behälter gar nicht durchsuchen hier. Ja, gehen wir. Ich habe jetzt keinen Bock, der wieder 100 Stunden nachzulaufen, ey. Wir hauen ab.
Ich speichere mal. Speichern ist immer gut. So, let's go. Eine Gruppe von Ratten. Ah ja, weißt du was, ich gehe einfach. Die Gruppe von Ratten, die kann da unten gern rumkrabbeln. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Dürfen die gerne machen. Ist das Heimat von Sulik oder so? Weil woher wissen wir überhaupt vom Umbra-Tribe? Wäre cool, wenn das Suliks Heimat wäre. Aber irgendwie muss der ja in unseren Pitboy gekommen sein. Also irgendwo in einem Gespräch oder so wird das mal erwähnt worden sein. Schauen wir mal rein. Neuer Soundtrack oder was? Eine dichte Waldgegend. Ein dünner Pfad, der nach Norden führt. Ich pack mal lieber die Waffe weg. Warum? Hier liegt irgendwie eine Schaufel. Hier liegt Holz. Feuerholz. Und hier liegen mehrere Messer einfach so am Boden. Umbra. Oh, Scorpions. Oh, tote Person. Ein junges Mädchen. Umbra ist ja, glaube ich, irgendwie Dunkelheit, ne? Latein oder was weiß ich. Okay. Die Musik ist ziemlich ominös. Ah, das ist so gut, ey. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was uns jetzt hier erwartet. Richtig cool. Als wäre nochmal ein DLC für das Spiel erschienen. So viele Jahre nach Release. Was übrigens awesome wäre. Ich gehe jetzt mal zu der jungen Frau. Da sind nur ein paar Ratten. Die schaffen wir definitiv. Okay, was haben wir hier? Oh, noch Skorpione. Ein Fisch? Warum hat die Brockflower eine andere Farbe? Knochen. Ein Steinmonument. Ganz schön ominös hier alles, ne? Nice. Okay. Gehen wir mal zu der toten jungen Frau da oben. Und dann gehe ich aber, glaube ich, nochmal rüber zum Lager. Und schau mir da die Knochen an. Ja, stimmt. Wir hatten schon selber Menschenknochen mal kurz. Ja, guck, mit Ratten werden wir auch schon fertig, ganz alleine. Brauchen wir Suliks Hilfe gar nicht mehr. Bin schon stolz auf uns. Oder auch nicht. Hilfe, Sulik. Ah, Sulik hat's auch verkackt. Na schau. Wow, kritischer Rattentreffer. Aber Umbra ist auch irgendwie in irgendeiner Sprache irgendwas mit düster oder dunkel oder irgendwie sowas, oder? Hallöchen, Dom. Oh nein, ich kann die überhaupt nicht plündern. Dann war das ja mal voll für den Arsch, dass wir hierher kommen. Naja, schade. Dann gehen wir mal hier runter und gucken mal neben dem Fisch mit. Mich interessieren vor allem die Knochen hier. Da müssen wir ein paar größere Scorpions töten. Die Musik ist ja auch ziemlich laut, ne? Ist sie zu laut? Sagt mir Bescheid, wenn sie zu laut ist. Ich bin echt erstaunt, dass ich 4-mal getroffen habe. Wenn auch nicht gut, aber immerhin. Ja, eben, vielleicht, genau, weiß ich auch nicht. Ich hätte halt gedacht, dass ich jetzt schon was von ihr mitnehmen kann, wisst ihr? Und dann kann ich später eine Quest damit lösen, aber so war es nicht. Ah, hier ist ein verstärkter Speer, aber so einen hat Sulik eh auch schon. Ich nehme mal den Fisch mit, keine Ahnung. Oh oh, das war anscheinend der Fisch von dem Skorpion da. Geht gleich in den Fischverteidigungsmodus. Aha, Sulik wechselt auf Hammer. Und jetzt wechselt er auf anderen Hammer.
interessante Strategie, Sulik. Nee, wir haben nicht neu angefangen. Das ist jetzt, keine Ahnung, wir haben tatsächlich, glaube ich, schon gut 10 Stunden in dem Savegame drin. Okay, schauen wir mal, dass wir ohne weitere Probleme hier einfach oben reinkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum jetzt immer noch die Sachen, die ich looten kann, hier gehighlightet werden. Was habe ich denn gemacht? Oh, war wahrscheinlich ein Fehler. Okay, ein Dorf. Ah, ich glaube, das ist wirklich Suliks Dorf, oder? Umbrashaw, home of the Umbra Tribe. Many differences in... Okay. Die leben hier ein bisschen anders als wir. Okay, ich glaube, das ist wirklich Suliks Stamm hier. Warum liegen hier irgendwie blutige Knochen auf dem Boden? Und warum läuft hier so super unheimliche Musik? Was ist hier los in Suliks Zuhause? Oh, neuer Skin. Was ist denn hier los? Ein sonnengebräunter Gigant. Mit drahtigen Muskeln. Unter seiner Mähne aus schwarzen Haaren. Blaue Augen, die mich durchbohren. Ich bin Krom. Der Hauptkrieger oder sowas dieses Stammes. Wer bist du und was bringt dich her? Ich bin Marie O'Gordon. Und ich bin auf der heiligen Quest, um mein Dorf Arroyo zu retten. Vor der sicheren Zerstörung. Arroyo. Ja, einer der nördlichen Stämme. Aber was ist diese sichere Zerstörung, von der du sprichst? Dein Dorf ist ziemlich gut verteidigt durch den großen Canyon, oder nicht? Sicherlich könnt ihr euch gegen Raider verteidigen. Es geht nicht um auswärtige Kräfte, die uns bedrohen. Mein Stamm wird von einer Dürre bedroht. Nee, mein Stamm erstmal stirbt von innen. Wir leiden an einer schrecklichen Dürre und es sieht so aus, als wäre unser Dorf dem Untergang geweiht. Außer ich kann das heilige Geek noch rechtzeitig finden. Ah, ein Garden Eden Creating Kit. Ich habe von so etwas in alten Texten gelesen. Er lächelt düster. Es ist bedauerlich, dass dein Stamm so harten Zeiten zum Opfer fällt. Aber es wäre dumm, deine Hoffnung in ein magisches Artefakt zu setzen, das vor der großen Stille existierte. Bist du sicher, dass dein Stamm dich nicht auf eine sinnlose Mission geschickt hat, nur um dich loszuwerden? Ich könnte jetzt sagen einfach, hey, willst du mich hier beleidigen oder was? Ich bin das auserwählte Wesen. Aber nee, ich bleib mal cool. Natürlich nicht. Ich habe den Tempel der Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen und mir höchsten Respekt und den Titel des auserwählten Wesen erarbeitet. Das ist, warum ich diese Quest erhalten habe, weil ich mich selbst bewiesen habe als die qualifizierteste des Dorfes. Was hast du über das Gag gelesen? Er zuckt mit den Schultern, mit seinen mächtigen Schultern. Ach, nur irgendwas von dem Science-Fiction-Gelaber der Alten. Die, to replace the tried and true, um die bewährten Methoden der Männer zu ersetzen, um gegen die unvergebbare, das ist kein deutsches Wort, unforgiving, trostlose, nee, harsche Erde vorzugehen. Um seine eigene Existenz mit seinem eigenen Schweiß und Blut aufzubauen.
Nee, du meinst Krocknack. Krocknack, ja, stimmt. Er wird ein bisschen beschrieben wie Krocknack. Aber wenn du wirklich glaubst, dass so ein Gerät deine einzige Hoffnung ist, dann schlage ich vor, du suchst in den Untergrundwalls der Alten. Ich bin weit und fern gereist, aber ich habe noch nie eine selbst gefunden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht danach gesucht. Das ist irgendwie so cool, dass der Mod das eingebaut hat, oder? Das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt. Oh, meine Dorfälteste ist sich sicher, dass man das Geg finden kann. Und dass es die beste Chance ist, die wir haben. Damit wurde ich beauftragt und das ist, was ich tun werde. Danke für den Tipp. Du bist ziemlich stur bei den Göttern. Ich denke, ich könnte dich wirklich mögen. Er grinst und haut dir auf dem Rücken mit seiner Hand, die so aussieht, als könnte sie Felsen zerstören. Chris, bist du's? Während du schon hier bist, könntest du uns vielleicht auch mit ein, zwei Dingen helfen. Was sagst du? Klar, ich denke, ich könnte euch ein bisschen helfen, bevor ich weiterziehe. Um was geht's denn? Er schaut uns von oben bis unten an und überlegt kurz. Ich werde mich bald mit einem Händler der verdammten Zivilisation treffen. Ein einäugiger Hund eines Mannes. Ich traue ihm ungefähr so sehr wie einem verhungernden Red Scorpion. Er hat uns bisher noch nicht gegen einen Eisberg fahren lassen. Aber ich befürchte, bei unserem nächsten Treffen könnte es soweit sein. Warum ist das so? Als wir das letzte Mal geredet haben, hat er damit angegeben, dass er mir etwas wirklich Magisches bringen wird. Und dass es schlau wäre, ihm so viel goldene Gecko-Häute wie möglich zu besorgen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ich weiß nicht, welches magische Item er meint, aber es ist mit Sicherheit so ein Zivilisations-Klimbims. Dass er hofft, wir sind ignorant genug, um ihm viel mehr dafür zu bezahlen, als es wert ist. Deswegen würde ich gerne, dass du den Handel übernimmst. Warum ich? Weil du bist von unserer Art. Wir sind beide Stammesleute, so wie sie uns nennen. Aber gleichzeitig hast du aktuelle Erfahrungen mit der zivilisierten Welt. Wenn er versucht, irgendetwas Blödes durchzuziehen, dann kannst du sein Spiel wahrscheinlich eher durchschauen als wir. Außerdem habe ich ein gutes Gefühl mit dir oder sowas. Und ich habe gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen. Ja, okay, ich mach's. Oh, jetzt schon? Jetzt sofort? Ist das Wick? Wick, bist du frei? Was passiert? Oh Gott, ich will mich nicht mit denen allen anlegen. Guckt euch das mal an. Drei bewaffnete Lederrüstung tragende Leute. Was hast denn du für einen Kratzer am Ohr, Linky? Habt ihr wieder geschlägert? Okay, ich und Krom gehen zum Platz des Treffens. Wir treffen einen dicklichen Händler mit einer Augenklappe und vielen Bodyguards. Er schwitzt sehr stark, aber er wirkt sehr fröhlich. Der Händler begrüßt Krom enthusiastisch. Er dreht sich um und guckt uns an. Sein Grinsen hört nicht auf, aber sein probendes Auge weckt Zweifel an seinen Intentionen. So, Krom hier sagt, du machst heute die Geschäfte mit mir. Er zuckt mit den Schultern. Die Leute nennen mich Einäugiger Roy. Aber ich kann einfach nicht rausfinden, warum. Er lacht herzhaft über seinen eigenen Witz. Was ist dein Name, mein Freund?
Ich bin Mario Gordon von Arroyo. Ah, wirklich schön, deine Bekanntschaft zu machen, Mario Gordon. Wenn es dir nichts ausmacht... Nee, warte mal, if you don't mind... Ach so, wenn ich das so sagen darf, bist du irgendwie ziemlich seltsam für eine Stammesangehörige. Ich bin auch nicht irgendeine Stammesangehörige. Ich bin das auserwählte Wesen. Okay, er pfeift. Das auserwählte Wesen, ha? Huh? Nun, ich bin beeindruckt. Na gut, fangen wir mit dem geschäftlichen Teil an. Sag mir, Freund, hast du schon mal von einem Item namens Stimpak gehört? Er, das letzte Wort betont er sehr dramatisch. Er spricht Stimpak. Nee. Ah, er zieht ein Stimpak aus seiner Tasche und hält es in die Luft, als wäre es irgendein wundersames Artefakt. Ja, die sind eigentlich ziemlich weit verbreitet. Ich glaube, das sage ich am ehesten, oder? Ich horde die Dinger. Ich bin quasi ein Stimpak-Chunky. Oder ich tue so, als ob ich Stimpak nicht kennen würde. Ich glaube, ich lüge ihm nichts vor. Ich sage ihm jetzt einfach, ich horde die Dinger und habe irgendwie, ich bin quasi ein Stimpak-Chunky. Ich nehme die ständig. Okay, sein Auge verhärtet sich, sein Blick verhärtet sich. Aber er kommt schnell wieder zurück zu sich und schaut Chrom an. Siehst du, dieses kleine Ding hier hat magische Heilkräfte. Die werden dich ziemlich erstaunen lassen. Und, ja, crazy shit halt. Aber Worte bedeuten natürlich überhaupt nichts. Du willst Beweise. Also erlaube mir, dir die Wunder des Stimpaks in Aktion zu zeigen. Ich weiß schon, wie es funktioniert. Ich nutze sie eigentlich die ganze Zeit. Er ignoriert meinen Kommentar und grinst Chrom an. Dann dreht er sich zu seinem Bodyguard. Warren, komm mal bitte hierher und hilf mir. Die Wache grunzt und macht, was ihr gesagt wurde. Roy nimmt ein Messer heraus und sticht Warren über den Arm, also schneidet ihn über den Arm. Warren macht irgendwie aber sagt nichts Lautes. Wie du sehen kannst, ist das eine ziemlich böse Wunde hier, oder? Ich versichere dir, mein Freund, ein Schnitt und Warrens Schmerz sind, der Schnitt und der Schmerz von Warren sind sehr real. Wie du sehen kannst, ist das kein Scherzartikel, Schwert, Messer. Er gibt Chrom das Schwert und Chrom nickt und gibt's zurück. Aber jetzt guck mal, er gibt der Wache das Stimpak in seinen Arm. Fast augenblicklich hört die Blutung auf. Roy benutzt einen schmutzigen Lappen, um das Blut aufzuwischen. Und er zeigt, dass der Schnitt beinahe schon vollständig verheilt ist. Und jetzt stell dir mal die Vorteile vor, die es bringt, so Stimpaks zu haben. Gegenüber rivalisierenden Stämmen. Und abgesehen von der Heilkraft... Ach so, und im Gegensatz zu dem Heilpulver, das ihr so gerne zusammenmischt, verursachen Stimpaks auch keine Benommenheit. In der Tat ist dieses kleine Wunderding sogar komplett ohne Nebeneffekte. Aber ich weiß genau, was du jetzt denkst. Sie müssen ein Vermögen kosten, oder? Falsch, weil ich mag dich. Und deswegen gebe ich sie dir für so gut wie nichts. Wie viel? Hab ich jetzt gesagt? Ich gebe dir diese komplette Kiste voll mit Stimpaks. Das sind 50 Stimpaks. Und alles, was ich dafür möchte, sind
lächerliche 20 Golden-Gecko-Pelze. You just can't beat the deal. Du kannst so einem Deal einfach nicht abschlagen. Ich kann jetzt zu Krom entweder sagen, er hat recht, das ist ein guter Deal. Eigentlich sogar wirklich ziemlich gut. Du, mach es. Das ist ein guter Deal, okay. Zu gut. Was ist der Haken? Wir geben dir 10 Gecko-Skins. Ah, wie viel? Ich habe ehrlich gesagt leider keine Ahnung, wie viel Geckos heute wert sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das klingt tatsächlich, ehrlich gesagt, nach einem guten Deal. 50 Stimpacks für 20 Golden Gecko heute. Das klingt wirklich okay, oder? Abzocke? Ich weiß nicht, das hört sich ehrlich gesagt ganz gut an. Ja, ja, hab mitbekommen, dass das Original Resident Evil 2 jetzt auf Good Old Games verfügbar ist. Hab ich gesehen. Jetzt guck mal, so ein Stimpack. Wie viel ist eine goldene Gecko-Haut wert? Ich kann's halt leider nicht sagen. Aber so ein Stimpack ist doch ungefähr genauso viel wert. Ich würde sagen, ein Stimpack und eine goldene Gecko-Haut schenken sich nicht viel. Ne, und deswegen sag ich jetzt, der Deal ist zu gut. Was ist der Haken? Weil ich glaube, das ist wirklich ein zu guter Deal. Laut Wiki 125 für die Haut. Guckt mal. Guckt mal. Jetzt passt mal auf. Ich nutze jetzt auch die Macht des Internets. Fallout 2 Stimpack. In Fallout 2 175 Kronkorken. Guck mal. Ja, wirklich. Mehrwert. Ein Stimpack ist $50 mehr wert als eine Gecko-Haut. The fuck? Also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich sag's ganz offen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Was ist der Haken an der Sache? Hier stimmt was nicht. Es gibt keinen Haken, mein Freund. Es sind einfach nur die Stimpacks. Ich hab einfach schon genug Stimpacks. Deswegen will ich meine extra Supplies, deswegen doch genau, den Zugang zu meinen Supplies quasi offenlegen, was auch immer. Goldene Pelze auf der anderen Seite, davon kann man nie genug haben. Sicher, 50 Stimpacks sind viel mehr wert als 20 goldene Gecko-Pelze, aber ich bin realistisch, ich kann von deinem Stamm nicht erwarten, obwohl ihr mit Sicherheit sehr fähige Jäger seid, hunderte von goldenen Gecko-Häuten anzuhäufen. Also mache ich euch ein vernünftiges Angebot. Deswegen ist es so ein guter Deal. Bevor wir zustimmen, möchte ich mir bitte mal den Inhalt der Ware oder die Ware ein bisschen genauer anschauen. Sein Auge verengt sich ein bisschen, dann grinst er. Natürlich. Sie sind in dieser Kiste direkt neben mir. Oh, oh Gott, ich kann endlich wieder speichern. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem und seinen Wachen. Wo ist Sulik? Ist Sulik auch da? Sulik? Sulik? Wo ist Sulik? Oh mein Gott. Sulik ist nicht da. Ich hoffe, er ist ein guter Kämpfer hier. Ich schaue jetzt in die Kiste. Okay, ich habe mir die Kiste kurz angeguckt und sehe 50 Stimpacks drin. Genauso wie der Händler gesagt hat. Ich schaue noch mal ein bisschen genauer. Nachdem ich genauer nachsehe, sehe ich nichts Ungewöhnliches an den Stimpacks. Huh. Das ist ungewöhnlich. Was guckst du so, Stammesmitglied? Also, ich sehe da nichts Ungewöhnliches. Wartet mal, kann ich vielleicht meinen Science-Skill benutzen? Nee. Ja, aber das wäre mir aufgefallen, wenn die leer sind, oder? Ich weiß es. Ha. Na dann, wenn du fertig bist, dir das alles anzusehen, dann bringen wir die Show mal auf die Straße. Ich bin ein beschäftigter Mann.
Fingil 13 just resubbed vor 11 Monats. Vielen, Ola. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dingil. Dir auch ein herzliches Olla. Oh, das ist, es ist bestimmt ein Haken an der Sache. Auch wenn die gut aussehen. Aber der schenkt uns doch nicht. Der schenkt uns doch nicht irgendwie über 30 Stimpacks vom Wert her. Aber ich werde jetzt auch nicht sagen, gib uns die Dinger oder wir bringen dich um. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Okay, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Wir haben noch viel vor, bevor die Nacht einbricht. Kann ich mit dem handeln? Ja, aber der hat nichts. Ich hab. Der Fisch ist auch neu, oder? Ich habe noch nie einen Fisch gesehen. Habe ich noch irgendeinen Skill, der hier Sinn machen würde? Falle? Wir finden keine Falle. Oh, keine Ahnung. Also das ist, da ist offensichtlich ist da ein Haken an der Sache, ne? Offensichtlich. Aber ich weiß ihn nicht. Ich weiß ihn nicht. Ich finde den Haken halt nicht. Ich weiß nicht, ob meine Figur zu doof ist, um den Haken zu finden oder so. Aber ich finde keinen Haken. Obwohl ich sehr misstrauisch bin, sage ich jetzt, dass wir akzeptieren, oder? Okay, wartet mal. Das ist eine gute Idee. Ich glaube zwar nicht, dass das so funktioniert, aber wir können mal erste Hilfe versuchen. Nee, macht gar nichts. Ich würde am liebsten No Deal sagen, aber weißt du, dann werden wir nie erfahren, ob es ein schlechter Deal wäre. Außer er sagt, aha, so ist das also, dann hole ich mir die Felle mit Gewalt, ne? Oh! Ich weiß genau, dass der uns verarschen will, deswegen sage ich No Deal. Er sagt so, oh. Ich weiß nicht, welcher Idiot so einen guten Deal nicht eingehen würde. Er dreht sich um und guckt seine Männer an. Also gut, gehen wir. Er guckt nochmal zu uns zurück. Und fick dich dafür, fürs Verschwenden meiner Zeit. Jetzt könnte ich sie attackieren, aber dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Ich verurteile dich nicht dafür, den Handel gemacht zu haben. Ich hatte auch ein blödes Gefühl bei der Sache. Ich muss schon sagen, diese Stimpacks wären ziemlich nützlich gewesen. Aber wir kommen auch ohne sie zurecht. Und wir werden das auch weiterhin tun. Du bist jederzeit willkommen, unter uns zu bleiben. Sieh diesen Stamm als dein Zuhause an. Aber ich werde deine Unterstützung vielleicht in der Zukunft nochmal brauchen. Danke für deine Hilfe. Ist mir ein Vergnügen. Unbedingt, unbedingt. Ich speichere jetzt hier, weil ich tendiere dazu, das jetzt beizubehalten, ehrlich gesagt. Aber ich lade jetzt nochmal den Save, weil ich will auch wissen, was passiert, wenn ich jetzt zustimme. Okay, wir akzeptieren den Deal. Roy's Face erhellt sich. Ausgezeichnet! Ausgezeichnete Wahl. Dann ist es also ein Deal. Die Items werden schnell ausgetauscht und Roy beeilt sich, so schnell wie möglich zu seinem nächsten Stopp zu kommen. Okay. Grom schaut sich die Stimpacks an, die der Tribe bekommen hat. Diese sollten sich als ziemlich nützlich herausstellen. Er hält sich der Stimpack an die Nase, riecht und verzieht das Gesicht. Er sieht eine rötliche Flüssigkeit. Nee, warte mal. Er drückt ein bisschen rötliche Flüssigkeit in seine Hände und probiert sie. Verflucht seien die Götter. Sie sind mit Brahmenblut gefüllt. Dieser einäugige Bastard hat uns übers Ohr gehauen. Ja, wahrscheinlich lacht er sich jetzt gerade ins Fäustchen und freut sich über seine goldenen Pelze. Naja, leben und lernen. Wenn ich dich, verdammtes, verräterischen Hund, noch einmal sehe, dann wird es mir sehr viel Spaß machen, deinen hässlichen Skull zu cleavingen. Und jetzt entschuldige mich.
Ich muss einige Violen mit Bram im Blut entsorgen. Vielleicht kann der Schamane damit irgendwas anfangen. Okay, guckt. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Es war klar, dass irgendwas mit denen ist, ne? Es war ja klar. Gut, dass das nicht passiert ist. Okay, der große Krieger begrüßt uns. Willkommen zurück, mein Freund. Was kann ich für dich tun? Kann ich dich was fragen? Du bist viel rumgekommen. Hast du eine coole Geschichte für mich? Ah ja, ich will eigentlich echt keine Geschichte hören. Danke, das passt schon. Gibt's irgendwas, bei dem ich dir helfen könnte? Eigentlich schon. Mari sieht so aus, als hätte sie Schwierigkeiten mit irgendetwas. Wenn du ihr helfen willst, dann könntest du vielleicht mal bei ihr vorbeischauen. Dankeschön, mache ich. Bist du Mari? Nee. Ich habe über deine gute Tat gehört. Woher wissen die, dass das eine gute Tat war? Vielleicht, ne? Aber gut, ist okay. Geh zum großen Mann und sprich mit ihm oder sowas. Er wartet auf dich. Danke. Ah, stimmt, er war ja nur der Oberkrieger, ne? Es gibt ja noch den Ober-Obermufti. Den Super-Duper-Obermufti quasi. Wir haben ja nur mit dem Mittelmufti geredet. Mittelsmufti. Ein alter Mann, der eine Pfeife raucht und matte graue Augen auf uns sieht. Die sich in unsere Seele bohren. Er zeigt dir an, dass du dich gegenüber ihm hinsetzen sollst in seinem rauchgefüllten Zelt. Wir sind sehr dankbar für deine Dienste, Wanderer. Er nimmt einen langen Zug aus seiner Pfeife. Die Geister, sie haben von dir gesprochen, viel sogar. Sag mir, was bringt dich in unser Dorf? Ich bin auf einer Quest, die Suche nach dem heiligen Geg. Weißt du irgendetwas über so ein Ding? Das heilige Geg. Er nimmt einen langen Zug aus seiner Pfeife. Es gibt eine Kreatur, die etwas jagt. Etwas. Sie jagt uns. Ein Gecko? Nein. Ich spüre nicht, was du suchst. Ich befürchte, dein heiliges Geg ist nicht von meiner Erkenntnis umfasst. Kann ich dich etwas anderes fragen? Was kann dieser alte Mann für dich tun? Ich suche nach einer vermissten Frau. Sie ist die Schwester meines Freundes Sulik. Sulik? Er nickt. Oh, unser bester Mann. Genauso gut im Jagen, wie auch in der Art, mit den Knochengeistern zu kommunizieren. In der Kunst, meine ich natürlich. Er hat uns verlassen, um seine Schwester zu finden. Kurisu. Sie ist nie zurückgekehrt aus dem nahegelegenen Stamm. Erzähl mir, Kind, wo ist Sulik jetzt? Sulik geht es gut. Ich habe ihm gesagt, er soll warten, während ich hier Dinge erledige. Ah, es ist gut zu hören, dass es Sulik gut geht. Wir haben uns Sorgen um ihn gemacht. Seine Schwester wird also vermisst. Sie ist auch ein Mitglied von unserem Stamm, weißt du? Sie wurde von Sklaven... You're almost a Jill sandwich. Danke für die Bits, Landerex. Sie wurde von Sklaventreibern gefangen genommen. Ich habe Sulik angeboten, ihm zu helfen, sie zu finden. Weißt du irgendetwas, das mir bei der Suche helfen wird? Er schließt die Augen für eine kurze Zeit. Gerade so lang, dass du glaubst, er sei eingeschlafen. Dann beginnt er zu reden. Die Sklavenhändler werden von einem Mann mit einer dunklen Seele angeführt. Metzger. Er wandert in einem der ruinierten Hüllen der alten Zivilisation, der alten Städte. Sie wird The Den genannt, eröffnet seine Augen.
Vielleicht hält er sie dort gefangen. Die Knochengeister sagen mir nicht mehr. Danke. Gibt es irgendetwas, wie ich helfen kann hier, wenn ich schon mal hier bin? Danke dir, Kind. Aber mir geht es gut. Aber vielleicht können andere im Dorf deine Hilfe brauchen. Frag ruhig rum. Danke. Wollen wir noch handeln? Nein, dann tschüss. Ja, keine neuen Informationen, aber gut. Warte mal, aber schön sein zu Hause, aber nicht, wenn Schwester noch fort. Wir wollen bleiben bei dir, okay? Ja. Unbedingt. Lass du wollen. Gut, Zulik ist wieder unser Begleiter. Schauen wir mal, irgendjemand brauchte doch noch unsere Hilfe, hat der Oberkrieger gemeint zumindest. Vielleicht hier. Ein schmaler, dünner Mann in Lumpen gehüllt. Er sieht schwer tief in Gedanken versunken aus. Dann fällst du ihm auf. Er springt fast auf. Und dann kommt er wieder zu sich. Oh ja, Außenseiter. Wenn du spirituelle Leitung suchst, dann ist das nicht der richtige Moment. Vielleicht ein andermal? Es sieht so aus, als hättest du Schwierigkeiten. Gibt's irgendwas, wie ich dir helfen kann? Er zögert für einen Moment. Das ist ziemlich peinlich, das zuzugeben, aber weißt du, ich habe nie wirklich an die Geister geglaubt. Das Leben nach dem Tod, das ganze Zeug. Ich weiß, was du jetzt denkst. Was nützt ein Schamane, der nicht mal an seine eigenen Geister glaubt? Es ist nur so, naja, es ist entweder das, oder ich nehme den Speer und jage Geckos mit den anderen Kriegern. Und sehe ich so aus wie ein Krieger? Na, warte, beantworte das lieber nicht. Aber wenn du nicht an das ganze Zeug glaubst, wie hältst du dann wie erfüllst du dann die spirituellen Bedürfnisse der Dorfbewohner hier? Naja, bis jetzt war ich nur ein Diener des Dorfschamanen. Das war leicht. Ich musste nur seinen Anweisungen folgen. Dann ist er irgendwann betrunken mitternachts schwimmen gegangen im großen Salzwasser. Und naja, jetzt bin ich wohl befördert worden. Ich dachte nicht, dass es so schlimm wird. Ich dachte, ich könnte einfach nur ein bisschen mystisches Mambo-Jumbo von mir geben und jeder wäre glücklich, aber nein. Der Tag, an dem ich den Titel Schamane erhalten habe, habe ich angefangen, mich mit Sachen zu beschäftigen, die viel zu groß für mich sind. Was ist passiert? Es gibt eine tatsächliche verlorene Seele, die die Wälder durchstreift. Direkt südlich von unserem Dorf. Es ist wahr. Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Ein schönes Mädchen mit einem ausdruckslosen Gesicht der Toten. Ihr Anblick hat mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt. Als ich sie gesehen habe, habe ich mich bepinkelt und bin so schnell wie möglich davongelaufen. Die anderen erwarten jetzt von mir, dass ich zurückgehe, um sie in den Nebel zu führen. Aber wie soll ich das tun? Ich bin wie versteinert und kann nicht nahe an sie rangehen. Also, wie kann ich dir damit helfen? Du könntest zu ihr gehen. Versuch herauszufinden, warum sie das Realm der Sterblichen noch bereist. Sie erscheint in den Wäldern im Süden, in der Nacht. Wenn du sie finden könntest, würde mir das sehr helfen und ich wäre dir sehr dankbar. Okay, ich schaue mir das mal an. Ist nicht der erste Geist, mit dem wir zu tun haben, ne? Aber warte mal, hat die nicht irgendwie Mary oder irgendwas gesagt, oder? Was willst du? Ich sehe, dass du Probleme damit hast. Was ist los? Mit was? Naja, okay. Was ist los? Das verflixte Seil, das ist los. Ich habe ein neues Seil gemacht oder sowas. Und zum Brunnen.
Und dann habe ich eine hübsche junge Frau gesehen, die sich im Sonnenlicht gestreckt hat. Und der Geist der Lust hat mich abgelenkt und ich habe das Seil fallen lassen. Aber was geht dich das überhaupt an, Außenweltler? Außer du hast ein Seil für mich. Da, ansonsten verschwende nicht meine Zeit. Ha, zufälligerweise habe ich. Ich habe gerade noch haben wir ein Seil mitgenommen, ne? Sehr gut, bitteschön. Ja, und jetzt? Also, ist der Brunnen jetzt repariert oder was? Noch nicht, befürchte ich. Muss ich das jetzt machen? Ist der Brunnen jetzt repariert? Ja. Ich habe das Seil jetzt an den richtigen Platz gebracht, siehst du? Aber was bringt mir ein Seil, wenn du keinen Eimer hast, um ihn dran zu binden? Oder kannst du Außenweltler trinken, indem du das Wasser vom nassen Seil leckst? Er schüttelt den Kopf und fängt an zu murmeln. Bring einfach einen Eimer an das Seil an. Und du bekommst eine Belohnung. Wie wär's, wenn du den Eimer wieder ans Seil anbringst? Und ich versuche, währenddessen dir nicht den Hintern zu versohlen. Alles gut. Bleib mal ganz ruhig hier. Bändige deine Geister des Wutes. Ich mache es selber. Er murmelt. Verrückte Außenweltler. Okay. Danke für deine Hilfe. Ich hatte schon Angst, dass die Option wieder einen Kampf auslöst, aber die war zu gut, um sie nicht zu nehmen, ne? Okay. Dann weiß ich nicht, wer Mary ist oder wie auch immer die geheißen hat, aber ich speichere jetzt nochmal, weil das ist ja alles ganz cool hier eigentlich. Das ist schon wirklich cool hier, oder? Also komplett eine Stadt mit Quests und allem. Oh, oh. Gut, dass ich gerade gespeichert habe, weil ich glaube, das Spiel ist abgestürzt, weil ich in das Gebiet gegangen bin. Schade, wartet mal, ich starte noch mal kurz und wir gehen noch mal. Ich will wissen, ob wir in das Gebiet überhaupt nicht gehen können, ob das wirklich kaputt ist oder... Warum ist jetzt auf einmal hier Breitbild bei euch angesagt? Was ist denn jetzt los? Nee, okay, die Fehlermeldung kommt immer, wenn wir da lang gehen wollen. Ich schätze mal, dann gehen wir da leider nicht weiter und haben nicht nochmal mit Geistern zu tun. Das ist ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch fixen sollte, bis jetzt halt alles funktioniert. Super schade, aber guckt auf die Uhr. Ich hätte jetzt in 10 Minuten sowieso aufgehört. Also würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss mit Fallout 2. Hat mich wieder mal sehr gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für die Bits, für die Subs, für die Abos und für alles. Und nächste Woche Dienstag geht's weiter. Die Leiche. Ah, okay, wartet mal, sonst vergesse ich's. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja, vielleicht müssen wir gar nicht in das Gebiet für die Geisterquest. Ein Moment. Das ist wirklich noch ein guter Ansatz, eine gute Idee. Dass wir einfach noch mal hier rausgehen und ich mal um Mitternacht mir das Gebiet angucke, ob da irgendwo ein Geist rumspukt. Oha, gleich mal ein Skorpion. Aha, tatsächlich. Okay, nice. Das war eine sehr gute Idee, Wookie. Das war sehr clever. Ich hätte nämlich gedacht, wir müssen ins andere Gebiet, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich will jetzt nur noch hier hingehen, damit ich hier speichern kann. Moment. Nein, ich bin vergiftet. Aber macht zum Glück eigentlich gar nichts, ne? Wir haben ja Gegengift in der Tasche.
Oh, ich habe einen ganz schönen Skorpionschwarm hinter mir. Na gut, die bekämpfen wir jetzt noch. In die Augen, würde ich sagen. Let's go. Also nicht wirklich, weil ich dafür jetzt nicht mehr genug Aktionspunkte habe. Aber ihr wisst schon. So, einer tot. Da hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir Mitternacht hier nochmal herkommen. Das war gerade eine sehr gute Idee. So, die Ratte schaffen wir jetzt auch noch. Ich glaube, da kommt noch eine Ratte. Ja, komm. So, nehmen wir noch schnell ein Gegengift. Und jetzt speichern wir nochmal auf dem obersten Slot, weil das vergesse ich immer wieder. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Das ist ein schöner Schlusspunkt. Dann sind wir sehr gespannt, was es wohl mit diesem Geist auf sich hat. Nochmals danke für alles und bis nächste Woche Dienstag. 19 Uhr ab jetzt dann immer. Genau. Okay, gute Nacht. Tschüss.